1000 Regidragos. 1000 Nummer 1 wird sein. So funktioniert das. Because I say so. 3875, hat es gerade eins hochgemacht? I don't know. Hallo Redface. Du, ich habe Loungebox wieder deinstalliert. Ich dachte mir so, okay, aber im Endeffekt starte ich ja trotzdem mein Retro Achievements und muss in Retro Achievements die Saves benutzen und da die Sachen. Aber es war cool auszuprobieren. Es war ein sehr guter Tipp von dir. 1001, 87, okay, es funktioniert. Hallo Kuron Dagnir. Hallo, hallo, hallo Daniela. Jedem das Seine. War jedem das Seine jetzt der blöde Spruch? Nee, der war anders. Jedem das Seine, jeder wie er mag, jeder. Doch, jedem das Seine ist der böse Spruch, ne? Jedem das Seine. Egal. Ist nicht böse gemeint. Ich weiß. Ich weiß aber, ich komme da immer so durcheinander. Ich finde auch, das ist einer von den Sprüchen, wo man echt nicht. Also, da soll man alle Augen zudrücken bei dem Spruch, weil das ist. Du kannst nicht einfach jeden normalen deutschen Spruch für irgendwas beanspruchen. Das ist so ein Quatsch. Nur, ne, sobald du es einmal hörst, weißt du, oh, nee, eigentlich sollte man es nicht sagen. Jedem das Seine. Jeder wie er mag, mein Gott. Bart Frasé, hallo, hallo Vollgott, hallo Hedge Goodman, hallo Sword of the Demon King, hallo Philipp. Geht denn das sein und mir am meisten? Mir am meisten? Was ist bei mir am meisten? Was ist bei mir am meisten? Wer hat sich das für sich beansprucht, mir am meisten? Tosi, du bist ein Gruff. And Tiny, schon wieder ein Shiny Aquana. Wer war letztens Shiny Aquana? Irgendjemand war das. Ein Shiny Aquana für And Tiny. Maurice, du bist ein Alpollo. Hallo Michael. Kuron Dagnir, vielen Dank für 7 Monate. Vielen, vielen Dank. Du warst Shiny Aquana am Freitag. Warum haben wir das schon wieder jetzt bekommen? Was ist da los? Du bist aus Hamburg zurück und fliegst jetzt nach Japan. Warst du schon mal in Japan? Soll ich dir coole Tipps geben? Ich als jemand, der schon da war und... Yeah. Vollgott, vielen Dank. Für 3 Streams am Stück. Ich muss das irgendwie einstellen. Bei mir hat das die gleiche Farbe. Streaks und Subs haben die gleiche Farbe. Deswegen fange ich immer an mit vielen Dank, dass du 3 Streams geguckt hast. Früher war das nicht so. Was hat sich geändert? Warum ist das die gleiche Farbe wie Subs? Stupido. Die Sigard-Raids laufen gar nicht. Ah, Lurky. War Sigard nicht geiler? Wie war das jetzt? Kann man Sigard in Warblöchern finden? Nee, ne? Nee, Sigard, die einzige Möglichkeit sind Raid-Abenteuer, gell? Du kriegst es hin. Es wird sich umso geiler anfühlen, wenn es kommt. Über 400. Ich weiß. Schrecklich. Weil Twitch broken ist. Nee, ist nicht Twitch. Ich benutze Chatterino. Und Chatterino ist halt geiler als Twitch. Deswegen benutzen alle Chatterino. Also es ist einfach nur ein Chat-Browser, der Chats anzeigt. Aber halt, du kannst so viel einstellen da. Aber komischerweise ist die Farbe für
consecutive Streams die gleiche wie Subs. Ich schreibe es immer auf, dass ich das nachforsche. Ich würde ja consecutive Streams ausstellen. Man kann es ja inzwischen ausstellen, dass das gar nicht für euch angezeigt wird. Auf der anderen Seite, es gibt halt Leute, die inzwischen so viele haben, dass ich das denen wegnehmen würde. Und das wäre irgendwie auch blöd. Beziehungsweise, ich habe halt Angst, dass ich es denen wegnehme. Ich weiß halt nicht, ob Twitch das im Hintergrund noch weiter zählt, wenn man das ausmacht. Twitch ist trotzdem broken. Yes, 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 yes. Vor allem mobil. Hallo Avari. Anne, dankeschön für 12 Monate. Ein Jahr. Anne, du hast den Meisterball. Auch wenn er nicht der schönste Ball ist. Er bedeutet sehr viel. Geh einfach um 5 Uhr morgens kurz online und mach allen die Serie kaputt. Angel wäre trotzdem da, Mann. Angel wäre da. So, ich habe hier ganz viele Zettel von euch. Was ist eigentlich das Erste? Das Erste ist wahrscheinlich das hier. Isa. Arbok. Lurky. Wie heißt du nochmal? Ich will immer Sekrom sagen, aber es ist... Warum fällt es mir nicht ein? Necrosma, meine Güte. Hedge Goodman, Zebritz. Redface, Kanimani. Sword of the Demon King, Hypno. Bin hier immer. Schau, Evoli, Evoli Angel würde selbst um 5 Uhr morgens da sein. Ich kann mit einem Löwen und einer Fledermaus fusionieren. Necrosma. Ultra Solgaleo. Wie heißen die denn eigentlich? Ich werde es rausfinden, wenn wir Gen 7 spielen. Wobei ich nicht weiß, ob ich es überhaupt machen werde. Aber ich glaube, das ist Teil von der Story, wahrscheinlich von Ultra. Heißt es dann Ultra Solgaleo? Wie heißen die denn? Oder einfach Necrosma Solgaleo? Nee. Valkyurim heißt ja Blackcurim und Whitecurim. Das heißt ja nicht einfach Ultra Curim. Wobei es heißt so, wie das Spiel heißt. Mir geht's gut, Avari, dankeschön. Hallo Nokemon, hallo Shrik. Morgenschwinge und Abendmähne? Ach, komplett neue Namen. Besser ist es. Lady, du bist ein Kapufine? Ne, Kime, wenn dann. Ist es Kime? Ich glaube schon. Kapukime? Das Blaue ist Kime, oder? Kapukime. Und Philipp, du bist ein Knatterdox. In Karmesin und Purpur heißen sie einfach Necrosma. Wirklich? Wenn ich Solgaleo mit Necrosma fusioniere, bleibt da Necrosma stehen? Das ist ja lame. Es bleibt Necrosma einfach vom Namen her. Das ist aber dumm, ey. Sowas wie Abendmähne und Morgenschwinge ist doch viel geiler. Hallo, Versi. Hallo, Beat Ghost. Perfektes Timing, habe gerade in diesem Moment ein DS Lite und ein ADV-SP. Was ist das? Achso, Advanced. Mit Feuerrot und Blattgrün vor mir liegen und Shiny Antideoxys. Ganz viel Erfolg. Und du hast es mit der R4-Karte gemacht, oder? Das hat funktioniert, weil du gestern gemeint hast, du weißt noch nicht, wie das geht. Schnurgast? Was ist mit Schnurgast? Du bist nicht Schnurgast, du bist Knattertox.
Ich habe übrigens was Neues für mich entdeckt, was nicht gut für mich ist. Wie viel Kalorien hat das? Wobei, 18. 18 klingt nicht schlimm. Warum hat das nur 18? Aber es ist 18 mal 5. Was 18 mal 5? 50, 90. Eine Flasche hat 90 Kalorien. Es geht eigentlich. Ist Cola allgemein so wenig? Ich dachte, es ist viel, viel mehr. Aber naja. Ich habe Dr. Pepper entdeckt. Ich wusste schon immer, dass Dr. Pepper existiert. Aber ich dachte immer, es wird mir nicht schmecken. Weil ich glaube, Dr. Pepper ist doch einfach Zimtgeschmack mit Cola. Und ich kenne Big Red Kaugummi, was für mich das gleiche Prinzip ist. Kaugummi mit Zimtgeschmack. Und Big Red hasse ich. Widerlich. Zimt hat nichts mit Kaugummi zu tun. Kaugummis sollten immer erfrischend sein und Zimt ist nicht erfrischend. Aber Dr. Pepper, oh mein Gott. Was für ein Augenschmaus für meine Zunge. Das ergibt Sinn. Was für ein Zungenschmaus für meine Augen? Nee. Dr. Pepper ist der Shit. Und es gibt es nicht oft. Es gibt's nicht oft. Also in vielen Läden finde ich das nicht, aber hier habe ich jetzt heute, war ich einen Kaffee holen und dann war da ein kleiner Kiosk und da gab es Dr. Pepper. Hallo Azrael, ein Gaumenschmaus, einen Augenschmaus für den Gaumen. Warum überhaupt Gaumenschmaus? Man schmeckt gar nicht mit dem Gaumen. In 30 Jahren findet die Menschheit raus, dass man eigentlich mit dem Gaumen schmeckt. Sonst wurde in der Schule beigebracht, dass jeder Teil der Zunge andere Teile schmeckt, was auch Bullshit ist. Wahrscheinlich lernt man das immer noch. Und irgendwann lernen wir, dass in Wirklichkeit der Gaumen schmeckt und die Zunge ist nur dafür da, um zu nerven. Um drauf zu beißen. Hallo Beast. Hallo Sota. Ich rieche auch mit meinen Augen. Aber eine geile Vorstellung, wie so die Tränendrüsen so. Mehr Süßungsmittel? Ja. Aber hier, normalerweise ist es ja, wenn du draufschreibst, Zero oder Light. Aber hier ist nichts mit Zero oder Light. Deswegen dachte ich mir, dass es die normale Menge an Zucker hat, was eine normale Cola auch hat. Weil ist Dr. Pepper von Cola? Ist das eigentlich von Cola? Nee, doch, Coca-Cola, HBC. Doch, Dr. Pepper ist von Cola, obwohl das Logo nicht drauf ist. Krass. Ich habe das für mich, es schmeckt so gut. Weil Cherry Cola ist noch geiler, aber die habe ich hier noch nie gesehen. Die habe ich in Berlin das letzte Mal gesehen, Cherry Coke. Habe ich hier noch nie gesehen. Ein bisschen eine Frechheit. Das wird mein Untergang sein. Dr. Pfeffer. Und da ist noch nicht mal Pfeffer drin, die Schweine. Und hallo Leo, wann kommt dann endlich das Giratina? Mensch, wir sind noch nicht mal bei 4000, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Wir dürfen uns erst bei 8192 beschweren und du willst dich schon bei 4000 beschweren? So läuft es nicht, so wird man nicht glücklich im Leben. Und ich beschwere mich gerne. Sehr gerne. Apropos, ich bin heute zum Café gegangen, habe mir einen Kaffee geholt. Auch wieder mit sehr viel Zucker drin. Ich habe Muskelkater, ich habe es mir verdient. Und ich konnte nicht übers Meer gehen, weil die Erde sich entschieden hat, gerade Flut zu haben. Tja. Weißt du, immer ich. Immer muss ich ein scheiß Leben haben. Warum kann ich nicht einmal Glück haben? Aber wenn jetzt das Shiny gekommen wäre, wäre es sehr gut gewesen. Warum kann ich nicht einmal Glück haben und dass die Ebbe genau dann ist, wenn ich über meinen Meereszugang gehen möchte. Aber nein, ich muss wie ein Tier über den Asphalt gehen, wie die anderen Menschen. Schau, ich bin gut darin, mich zu beschweren. Mein Shiny Mew Smaragd kam nach 1000, also ja, wo bleibt es jetzt? Hast du seitdem weiter geshiny-hunted, irgendwas anderes? Weil ich glaube, das Glück von 1000, das musst du dann erstmal, das rechtfertigt sich dann danach. Wenn die andere Shiny Hand dann auf einmal 20.000 dauert. Hey, ich hatte krasses Glück mit Vylord. Das kam bei 415. Jetzt müssen wir ein bisschen länger warten.
Früher gab es Cola Light Minze. Geh weg. Minze darfst du hier nicht aussprechen. Minze ist... Schoko mit Minze... Hau weg. Cola mit Minze? Süß und... Was ist Minze für ein Geschmack? Umami, nein. Süß und erfrischend gehören nicht zusammen. Schokolade, Minze, boah. Keine Ahnung. Kaugummi und Zimt, boah. Cola und Minze? After Eight, geh weg. Verlasse diesen Stream, wenn du After Eight magst. Pepsi Max finde ich 10 von 10. Ich war nie, daran sieht man, wie Geschmäcker sich verändern. Das ist voll krass. Ich war nie ein Cola-Fan. Ich mochte nie Cola. Es war für mich zu pappig, zu intensiv. Und allgemein Cola-Geschmack einfach blach. Und auf einmal, so seit einem Jahr, verspüre ich so den Drang manchmal einfach so eine kühle, frische, kalte, eiskalte Cola zu trinken. Zero natürlich. Weil die schmeckt genau gleich. Wahrscheinlich nur die Cola-Enthusiasten sind so, oh, Zero hat den anderen Geschmack und deswegen ist es nicht so, nicht so erhaben wie die echte Cola. Aber ich schmecke da keinen Unterschied. Aber auf einmal verspüre ich den Geschmack von Cola. Und ich schmecke auch nicht den Unterschied zwischen Pepsi und Cola, ehrlich gesagt. Deswegen, ich weiß nicht, Pepsi Max, was da jetzt der Unterschied ist. Aber Dr. Pfeffer, meine Güte, gib mir mehr von diesem Nektar. Und ja, Lakritz ist widerlich. Mmh. Der Geruch, wenn er in die Nase kommt und dann der Geschmack dazu, es harmoniert so sehr. Pepsi ist besser als Coca-Cola, ich schmecke den Unterschied nicht. Was ist denn mit deinem Geschmack verkehrt? Ich bin halt echt nicht Cola trainiert. Ich habe doch Cola erst für mich entdeckt mit meinen 35 Jahren. Kannst du nicht erwarten, dass ich jetzt auf einmal die Unterschiede von Cola schmecke? Ich muss mich doch erstmal reinfinden. Du kannst auch nicht erwarten, dass jemand, wenn jemand auf einmal so ein Weinkonnoisseur wird und da in seinen Wein rein inhaliert und den irgendwie dann dreimal rumgurgelt, dass der sofort sagt, oh ja, die erdigen Töne im Abgang und hier die farbigen Töne, ich kann Farben schmecken. Es ist, kommt nicht von Anfang an, da muss man erst reinkommen. Frag mich in 2 Jahren nochmal, dann werde ich wahrscheinlich Pepsi dir die Bestandteile aufzählen können, die ich schmecke. Morgen fange ich mit Wow an und dann kommt das Asmongold Cosplay. Das Asmongold Cosplay ist schon da, nur verstecke ich es gut. Dun, 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 dun. Pepsi gibt's nur noch mit Süßstoff? Cola nur mit viel Zucker. Ist Pepsi Max. Will Mewtwo aus Pokémon Rot hunten, will auch geboxt werden. In Pokémon Rot, also Feuerrot oder richtig Rot, Rot, Rot? Also so mit Stats, wie ich mit Arctos gemacht habe. Tu das. Jeder sollte einmal ein Gen 1 Shiny gehuntet haben, weil es so anders ist. Hat eigentlich alles mit eurer neuen Wohnung und Umzug und so geklappt? Ich war wirklich schon lange nicht mehr im Stream. My bad. Unverschämt, ja. Ich habe dich sehr vermisst. Und so verstärkt man. Es hat alles geklappt, hier und da. Ich kann es nicht jeden Tag immer wieder von vorne erzählen, wie Umzug und sowas war, aber grob gesagt, alles hat geklappt. Natürlich hier und da Sachen kaputt gegangen, hier und da sehr stressig. Körper war im Arsch nach so viel Schleppen und Bücken. Meine Knie machen Geräusche, die man selbst 3 Kilometer weiter hört. Ich hatte schon, ein Nachbar hat schon geklingelt und hat gesagt, können Sie aufhören, sich dauernd zu bücken? Ihre Knie wecken mein Kind auf. Jedes Mal, wenn ich mich hinknie und wieder aufstehe, weint nebenan so ein Kind einfach. Das ist so ein Geräusch, was Kinder und Hunde vor allem sehr laut hören. Und man bellt die ganze Nachbarschaft, wenn ich aufstehe. Den Weinkennern würde ich aber auch nicht alles glauben, wenn man das im Fernsehen ab und an sieht. Ich finde es, ich kann es auch nicht glauben, weil für, also ich hasse Wein und alles Ähnliche.
Für mich schmeckt es einfach nur nach gegorenen Trauben, was es auch ist. Und ich werde niemals verstehen, wie Leute sagen können, oh ja, der eine, den wirst du bestimmt mögen, Leo, der ist besonders fruchtig. Und ich probiere den und ich schmecke einfach nur pure gegorene, naja, Frucht. Ja, der ist ein bisschen trocken. Wie kann Flüssigkeit trocken sein, du Idiot? Also ich werde es auch nicht verstehen. Die Wohnung rollen. Nie wieder bücken. Ich hole mir eins von diesen, aber dann fange ich echt an, so ein Ami auf so einem Scooter zu sein. Ich hole mir so eine Greifzange, die ich einfach von überall, so eine 3 Meter lange Greifzange mit Teleskoparm. Und dann werden meine Knie für immer geschont. Bisschen WD-40 auf die Kniescheiben, dann läuft's wieder. Ich habe am Sonntag alle Türen hier und alle Klinken mit WD-40 eingeschmiert. Und denen eine ordentliche Massage gegeben. Das gehört immer dazu. Und ey, keine Tür mehr im Quietschen. Das verstehe ich auch nicht, wie Leute... Ich habe das auch zu Rosa gesagt. Ich verstehe nicht, wie diese Türen alle hier quietschen können, weil sie haben echt krass gequietscht und jede Klinke hat gemacht. Kurz WD-40 drauf, nichts mehr. Kein Geräusch mehr. Aber die Tür geht zu und du hast nicht mal gemerkt, dass die Tür zugeht. Wundervoll. Sag ich zu ihr, wie können Leute das nicht einfach mal kurz 5 Minuten lang machen? Und dann sehen zu mir nur so, wenn ich dich nicht hätte, hätte ich das auch nie gemacht, weil es mir kackegal ist, ob die Tür quietscht oder nicht. Und ich kann sowas nicht verstehen. Ich bin so geräuschempfindlich. Also Geräusche, die nicht sein müssen. Ich habe nichts gegen laute Musik oder sowas. Aber wenn es ein Geräusch gibt, was nicht sein muss. Es ist so einfach gefixt und die Leute machen es nicht. Wie kann es einem egal sein, wenn eine Tür quietscht? Jedes Mal, wenn man die Tür aufmacht. Wie kann einem das egal sein? Ich verstehe es nicht. WD-40 nimmst du für deine Schuhe? Moment. Trollst du oder kann man das wirklich machen? Und Rasenmäher. Ja gut, da kann man, wenn der Rasenmäher quietscht, das ist blöd. Aber gegen Rasenmäher kann man halt nichts machen. Das ist halt einfach so. Aber zum Beispiel vorgestern, wo ich mir auch meinen Muskelkater geholt habe, Rosa hat Übungen gemacht von so einem YouTube-Video. So ganz normale Knie liegen, Stützen, was nicht alles. Ich habe auch Spaß kurz 5 Minuten mitgemacht und habe jetzt seit 2 Tagen Muskelkater. Und die hat in dem Video so eine Uhr, so einen Timer. Die sagt quasi 45 Sekunden jetzt durchpowern, dann beep, 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 Position wechseln, 15 Sekunden lang und dann beep, 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 45 Sekunden geht's weiter, beep, 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 beep. Also alle pro Minute gab's 2-mal beep, 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 beep. Dieses YouTube-Video war soundtechnisch so schlecht. Ich glaube, die hat einfach nur eine Kamera aufgestellt. Es war ein riesiges Video mit 10 Millionen Aufrufen. Aber ich glaube, die hat einfach nur eine Kamera aufgestellt, sich gefilmt bei den Übungen, neben sich den krassesten Timer gehabt, wahrscheinlich neben der Kamera den Timer aufgestellt und auch noch Musik im Raum laufen lassen. Und das war quasi alles eine Tonspur. Einfach gefilmt, hochgeladen. Und die hat einfach, ich glaube, einen Feueralarm benutzt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ihre Stimme so, und jetzt geht ihr dies und das und da hoch und hier links rüber. Und jetzt geht ihr hier links rüber und jetzt entspannen wir uns kurz. Aber dieses Beep, 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 müsst ihr euch vorstellen. Ich bin kurz zur Rosa gerannt und habe gesagt, geht der Feueralarm los? Was ist hier los? Das war so laut. Und auch sie stört es null. Nee, das ist das Ding, damit ich weiß, wann ich die Pose ändern muss. Kannst du das leiser machen? Ich habe echt gedacht, der Feueralarm geht los. Und dann denke ich mir auch, dieses Video hat 10 Millionen Views. Wenn ich das Video ausgewählt hätte, ich hätte es nach 10 Sekunden ausgemacht, weil ich gesagt hätte, die dumme Sau kann doch nicht so einen Feueralarm da einbauen. Aber die Leute stört es nicht. Ich verstehe es nicht. Bin ich der einzige Mensch, der geräuschempfindlich ist? Und ich verstehe nicht, das ist ja noch nicht mal nach meiner Definition Geräuschempfindlichkeit. Das ist komplett normal, dass einem ein Feueralarmgeräusch das Trommelfell zerballert. Und auf der anderen Seite habe ich diese Platten hier gekauft, wo man auf dem Stuhl so hin und her rutschen kann, ohne dass das Parkett kaputt geht. Und ich habe diese Platte genommen, und ihr kennt es ja, wenn man so dann das Ding so wippt, wupp, 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 und dann wabbelt es so und macht so richtig geile Geräusche. So wupp, 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 dieses Wabbeln von Platten. Rosa musste sich die Ohren zuhalten. Das ist dann eine Frequenz, die sie nicht aushält? Warum können nicht alle Menschen gleich sein?
Warum können wir nicht alle irgendein DIN A4-Format an Mensch sein und alles wäre viel einfacher? Aber nein, wir müssen alle anders sein und... Oh mein Gott. Hallo, Butzi. Und das Kind nebenan hat nicht geschrien. Nee, meine Kniescheiben sind eine andere Frequenz. Ding, ding. Also ja, ich beschwere mich. Wir sind gleich bei 4000, wobei gleich, naja. Heute 1300 mit Regidrago. Oder ich habe doch jetzt jeden Tag 300 gemacht. Ja. In 3 Stunden schaffe ich 300. Das Wobbeln hat man ja mit Tischuntersetzern gemacht. Ja, zum Beispiel. Oder mit irgendwelchen Metall... Irgendwas, was eine dünne, große Fläche ist. Wobbel, wobbel, wobbel. Nennt sich Misophonie. Ja, ja, ich weiß. Töne, die man nicht hören kann. Ich mag es zum Beispiel nicht, wenn Menschen schmatzen. Aber ich habe das Gefühl... Das ist ein anderes Beispiel. Ich mag auch nicht das Geräusch von Menschen, die schmatzen. Aber es ist nicht das Geräusch, das dich fertig macht. Also es ist das Geräusch, aber es ist eher... Der Kontext des Geräusches. Ich meine wirklich Frequenzen, weil jeder Mensch kaut anders, das ist ein anderes Geräusch, aber ich mag das auch nicht, wenn Leute schmatzen, um Gottes Willen. Ich habe das Gefühl, das ist was anderes. Ich meine, es gibt wirklich Frequenzen, bei denen mir die Ohren wehtun und ich sagen muss, mach den Scheiß aus. Und dann gibt es halt Frequenzen, die okay sind. Aber sowas wie Schmatzen ist einfach Kontext, glaube ich. Genauso bei Geruch. Rosa hat ein Haarspray, wenn sie das benutzt. Und selbst wenn die das 3 Kilometer weiter benutzt, ich muss anfangen zu weinen. Ich muss die Nase zuhalten. Weil dieses Haarspray brennt mir in der Nase, dass ich will weglaufen. Und sie so, vollkommen egal. Irgendwie so, wie kannst du diesen Geruch aushalten? Es tut wirklich physisch weh in der Nase, dieses Haarspray. Ich werde richtig aggressiv bei Kaugeräuschen oder Essgeräuschen. Ich finde es nicht eklig. Mich regt das total auf. Aber wie oft seid ihr in dieser Situation, dass jemand um euch rumschmatzt? Ich habe das irgendwie... Problem ist... nicht, dass Rosa schmatzt. Aber es gibt halt gewisse Essenssachen, wo in der asiatischen Kultur es quasi normal ist, zu schmatzen. Wie zum Beispiel, wenn man sowas wie Udon isst oder Nudeln halt allgemein. Nicht nur schmatzen, sondern das Schlürfen dabei. Wenn du in China oder Japan in einem Restaurant bist, dann wäre wahrscheinlich die Hölle für euch. Ist die Frage, ob ihr das auch nicht mögt. Ich kann es komplett aushalten. Mich stört meistens nur das Konzept, der Sinn dahinter, dass es so krass unhöflich ist, mit offenem Mund zu kauen. Das Geräusch an sich stört mich auch, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Deswegen, wenn du was Asiatisches isst und es sind Nudeln, in Italien würdest du die Nudeln perfekt aufrollen mit deiner Gabel und in den Mund tun, sodass keine einzige Nudel raushängt und dann kaust du das und schluckst es runter. In den meisten asiatischen Ländern nimmst du einfach die erste Nudel, die du in den Mund kriegst und saugst ohne Ende, bis sie drin ist und dabei machst du es und es schlabbert alles herum und die ganze Soße spritzt herum. Es ist wunderschön. Und weil das halt dort so anerkannt ist und bedeutet, dass man das Essen besonders mag, dieses Geräusch und dass das zelebriert wird, das Essen, und man nicht ewig rumtut, um den perfekten Bissen zu kriegen, sondern man schlurft es einfach rein, macht es dann, dass ich das dann auch mache und mag und mir das Spaß macht, so zu essen. Würde das euch auch dann stressen? So dieses... Es ist wirklich, es ist... Wenn das alle im Restaurant machen, das ist geil. Überall.
Mein Opa hat immer mit vollem Mund gesprochen, ohne sich dabei die Hand vor den Mund zu halten. Das war schlimm. Ich hatte nie so Leute. Ich hatte nie Leute um mich rum, die wirklich so extrem... Ich kann es mir gut vorstellen, was du meinst. Aber ich hatte irgendwie nie Leute, die wirklich so krass mit offenem Mund geredet haben oder gegessen haben. Das ist ein anderes Geräusch. Schlabber Orchester im Restaurant. Ja, du bist wirklich in so einem... In so einer Kantine in China, was gleichzeitig ein Michelin-Restaurant ist und wo es nur die eine Suppe gibt für 1 Euro und alle lieben es, alle sitzen da und es ist einfach nur ein Schlurffest. Mit Schlürfen komme ich klar, aber ist es, das ist ja das Interessante daran. Warum ist Schlürfen okay, aber mit offenem Mund das Geräusch mögt ihr nicht? Im Endeffekt ist es ein ähnliches Geräusch. Es sind Mundgeräusche, die eine hohe Frequenz haben und schleimig klingen. Und deswegen meine ich ja, es ist der Kontext dahinter. Es ist der Kontext, dass jemand einfach die Inhalte seines Mundes in der Öffentlichkeit darstellt. Was beim Schlürfen nicht wirklich der Fall ist. Oder die Erziehung, dass das so unhöflich ist, dass es verankert ist. Was haben wir für Themen heute? Triggert einfach nicht. Ist so, wie manche Höhenangst haben und andere nicht. Ja, Ängste ist auch ein interessantes Thema. Ich habe keine wirkliche Höhenangst. Als wir auch in China waren, da gibt es so geile, riesige Brücken, die komplett durchsichtig sind. Also aus Panzerglas. Hoffentlich Panzerglas. Es sind riesige Brücken, über, keine Ahnung, 200 Meter lang. Und es ist komplett aus Glas, damit du runterschauen kannst in die riesige Schlucht. Und ja, da muss ich Rosa in die Hand nehmen. Oder sie muss ganz nah am Rand gehen, wo dann irgendwelche Stahldinger sind. Aber auf das Glas kann sie nicht drauf treten. Oder es geht, aber es ist halt sehr unangenehm. Ich habe kein Problem damit. Aber dann finde ich es immer lustig, wenn Leute sagen, sie haben panische Angst vor Haien. Ja, ach. So, ich finde, es gibt, klar, Phobie und so, klar, aber ich habe das Gefühl, es gibt Phobien, da muss man nicht unbedingt den Begriff Phobie benutzen, weil es kompletter, normaler, menschlicher Instinkt ist, dass du davor Angst hast. So, Schlangen ist dann so der Graubereich, weil ja, es gibt Schlangen, die können dich einfach fucking töten. Aber oft die Leute, die eine Schlangenphobie haben, haben ja eine Schlangenphobie einfach vor dem Konzept einer Schlange. Etwas, was rumschlängelt, ohne Beine, sich bewegt und glibberig sich anfühlt. Wobei, es fühlt sich nicht wirklich glibberig an, aber Schlangen fühlen sich mega faszinierend an. Genauso wie, ich habe Angst vor dem Tod. Ach. Es ist so, du brauchst keine Phobie haben vor etwas, das komplett logisch ist. So genetisch, dass du davor Angst hast. Ja, was ist deine Angst, die du hast im Leben? Ja, ich habe Angst vor Haien. Wer nicht? Also, wenn ich im Wasser schwimmen würde und dann wäre ein Hai, wäre ich auch so, ich bin hier weg. Braucht mir keiner sagen, dass ich dann eine Phobie habe. So ist, glaube ich, stinknormal, dass du Schiss hast vor einem Hai. Tausende wegen Mücken, nur eine Handvoll wegen Haie. Ja, das ist schon klar, dass du statistisch gesehen keine Angst vor einem Hai haben brauchst. Aber ich glaube, wenn du im Wasser bist und da ist ein weißer Hai einfach, oder es muss ja nicht mal einer sein, dann darfst du Angst haben, ohne dass es eine Phobie ist, oder? Genauso wie wenn vor mir eine Klapperschlange ist oder eine Kobra, dann muss ich keine Schlangenphobie haben. Ich darf Angst vor dieser Schlange haben. Ich find's nur halt witzig, wie Leute sagen, oh mein Gott, ja, ich habe unglaublich Angst vor Haien. Wer nicht? Wie? Ich habe Angst, dass mich eine Ente irgendwo beobachtet. Ich weiß, dafür gibt's einen Namen. Aber die Menschheit ist gut darin, allem einen Namen zu geben. Es gibt auch die Angst vor langen Wörtern. Ha, 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 ha.
wieder auch LCDs in die. Also da, wo ich war, waren keine LCDs. Nee, aber ich habe auch die Videos gesehen, wo Leute dann auf so einer durchsichtigen Brücke rumlaufen, aber es ist in Wirklichkeit ein LCD und dann sieht es so aus, als ob sie zerbricht. Ja, ja. Keine Ahnung, wo die sind, aber. Ich glaube, das sind aber dann keine Brücken. Sondern so Aussichtsplattformen. Auf riesigen Türmen. Ich habe Angst vor dem Finanzamt. Auch keine unbegründete Angst, ja. Das hat das Finanzamt schon gut gemacht, dass sie es schaffen, der ganzen Bevölkerung so Angst zu machen. Und die Angst wirkt wahrscheinlich, dass keiner irgendwas falsch machen will. Mit einem weißen Hai will ich jetzt auch nicht unbedingt schwimmen, also ein kleiner Riffhai wäre jetzt nicht so das Problem. Ich glaube, ich hätte trotzdem einfach, also das ist halt, also ich bin auch so ein Mensch, der vor Tieren eher so inzwischen keine Angst hat, außer Insekten. Es ist aber nicht wirklich eine Angst vor Insekten, es ist eher ein Ekel vor Insekten. Und der Ekel ist so hoch, dass es quasi Angst ist, weiß nicht. Ich habe Angst zu arbeiten, deswegen flüchte ich während meiner Arbeitszeit immer auf Twitch. Ja, your safe space. Ich würde auch, also wenn... Also ich glaube, dass Leute in diese Cages gehen, um Haie anzuschauen, das würde ich nicht machen. Bei dieser Anzahl an Videos, die ich gesehen habe, wo zufällig was falsch läuft, wo der Hai aus Versehen dann von oben reinspringt in das Ding und sowas... Also da gibt es ja schon seltsame Videos, das ist natürlich auch wieder nur eine krasse 0,1% Wahrscheinlichkeit oder sowas, dass es passiert. Oder es war halt dann kein ernsthaftes Unternehmen oder sowas. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt in so ein Cage rein, um einen weißen Hai einen Meter von mir zu sehen. Aber wenn es quasi ein ernsthafter Ort ist, so eine ernsthafte Company ist und man die sagt, hey, yo, du kannst hier mit 5 Haien schwimmen in der Wildnis und keine Angst, die sind alle fein, beachte diese und diese Sachen, will ich das, glaube ich, auch machen. Ich habe letztens einen Podcast gesehen, wo zu Gast so ein Crocodile Dundee-Typ war. Hallo JJ. Motten finde ich komischerweise nicht so eklig. Also Spinnen ist das Schlimmste und Tausendfüßler-Zeug und sowas. Aber umso mehr kleine Sachen, die wegstehen, desto ekliger. Aber Motten, finde ich, sehen echt cute aus. So Motten kann ich sogar anschauen. Aber es gibt manchmal so... bei Motten ist es wirklich so ein Zwischending. So. Weil manche sehen echt süß aus. Aber wenn sie dann auf einmal so groß sind wie eine Faust, ist es wieder eklig. Kenn ich diese Videos, die die auf einmal aufmacht und auf einmal ist das so eine Motte, die einfach so groß ist wie 2 Hände. Und denkst du so, oh. Wir brauchen so eine Content-Warnung vor solchen Sachen. Das ist wirklich widerlich, wie manche einfach solche Videos machen, ohne ein Disclaimer davor. So, Achtung, in 5 Sekunden seht ihr die riesigste Spinne der Welt und bist so, nein, 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 nein. Ich kenne Leute, die haben Angst vor Würmern. Ja, sie sind halt, also ich habe keine Angst vor Würmern, aber Würmer sind halt auch schleimig. Kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Ist halt, ich glaube, es ist nicht wirklich Angst, sondern halt der Ekel ist so groß, dass es Angst ist. Weil ich glaube, jeder ist so neutral genug, so faktisch genug, wie sagt man, um zu wissen, dass der Wurm dir nichts anhaben kann. Ich weiß auch, dass die Spinne mir nichts anhaben kann. Aber es ist halt, dieser Ekel ist so eklig, dass er... Und ich habe jetzt nicht wirklich eine krasse Phobie. Ne? Es gibt Leute, die dann wirklich umkippen, ohnmächtig werden. Aber ich habe letztens eine Spinne im Glas gefangen und rausgetan. Es kommt wirklich auf die Größe drauf an. Naja, und der Crocodile Dundee hat auch gesagt, dass er mit Haien geschwommen ist. Und das erste Mal, als er mit Haien geschwommen ist, war das Problem, dass er Angst bekommen hat. Und er hat Angst bekommen und ist auf einmal losgeschwommen, um da wegzukommen. Und das ist das Erste, was du nicht machen darfst, wenn anscheinend Haie um dich rum sind. Weil Haie sind so intelligent oder in dem Moment quasi dumm, dass sie nur Sachen angreifen, die von der Herde getrennt sind. Weil sie wissen,
dass sie die größte Chance haben, wenn sie etwas angreifen, was alleine ist. Und anscheinend, solange du, also befolgt es, das müsst ihr jetzt nicht unbedingt befolgen, weil ich bin einfach nur ein Typ, der hier sitzt, wenn ihr das nächste Mal in einem Hai-Rudel schwimmt. Wenn du in einer Gruppe bist, und es war wirklich anscheinend so, der ist panisch geworden, hat rumgeplatscht und ist dann von der Gruppe weggeschwommen, weil er halt raus wollte, zum Boot geschwommen oder sowas. Und auf einmal sind die Haie nur auf ihn gegangen, um ihn rum und sowas. Und ein Kumpel von ihm hat es gesehen und ist zu ihm und hat ihn beruhigt und zur Gruppe wieder getan und die Haie haben sie wieder in Ruhe gelassen. Ist wirklich so in die Haie anscheinend reinprogrammiert. Ich weiß nicht, was für Haie das waren. Es waren keine weißen Haie, aber ich glaube, weiße Haie sind auch alleine. Aber wie das reingecodet ist in die, dass sie auf die Tiere gehen, die vom Rudel getrennt sind. Und sobald er wieder bei denen war und aufgehört hat rumzusplashen, waren die Haie wieder komplett friedlich und haben sie in Ruhe gelassen. Deswegen, wenn man irgendwie mit so Experten umgeben ist, die das wissen, wie das funktioniert. Aber ich muss auch nicht mit Haien schwimmen, die Menschen töten können. Ich habe irgendwie nicht dieses Bedürfnis, diesen Adrenalinschub. Mir reicht es vollkommen, wenn ich auf einem Boot bin und ich würde den Hai unter mir vorbeischwimmen sehen als Schatten. Das würde mir vollkommen reichen. Ich finde es schon creepy genug, wie Leute in Kanus sitzen und auf einmal kommt so ein Buckelwal aus dem Wasser raus. Das finde ich so. Und dann hörst du diese Schreie von denen. Dieses deine Mutter und so. We are family. Und super schön und sowas. Aber ich muss nicht daneben sitzen und das so erleben. Ich habe schon Wale gesehen, wie aus dem Wasser rausgesprungen sind. Mega geil. Wo war das denn? Island? Ich glaube, in Island habe ich das gesehen. Mega schön, mega krass. Und anscheinend weiß man nicht, warum Wale aus dem Wasser springen. Ich glaube, es ist einfach just for fun. Der hat dann auch gesagt, der Tourguide oder der Kapitän, gibt verschiedene Theorien, Spaß, Kommunikation. Ich weiß es nicht mehr, was er alles aufgezählt hat. Aber ich glaube, das Einzige ist Spaß. Ich meine, warum würdest du nicht aus dem Wasser rausspringen wollen? Das klingt nach Spaß. Warum sollen Tiere nicht auch Spaß haben wollen? Hallo Robbensohn. Weil sie es können, genau. Aber ich würde jetzt nicht... Also die waren echt weit weg. Aber so, dass du es wirklich genau gesehen hast. Also es war schon so... Es war nicht am Horizont. Es war wirklich so, keine Ahnung, 50 bis 100 Meter weiter. Aber dann sieht man diese Videos, wo die Leute in kleinen Kanus sitzen. Auf einmal kommt so ein Wal. Und dann gibt es ja auch Leute, wo der Wal dann auf die drauf fällt, zufälligerweise. Oder der eine Typ, der von dem Wal verschluckt wurde. Ein paar Knochen gebrochen und wurde wieder ausgespuckt und so. Das sind halt dumme Zufälle dann. Aber ich finde es auch einfach zu... So, ich muss kein kleiner, mickriger Mensch sein, der neben so einem riesigen Giganten chillt. So, das ist, dafür sind wir Menschen nicht gemacht. Passt schon. Ich kann auch von Weitem den Wal genießen. Ich habe heute ein Bild von einem Albino-Wal gesehen. Hat schon schön ausgesehen. Ja. Bin mal mit Walhaien geschwommen, aber die sind ja entspannt. Walhaie, glaube ich, als Kind waren Walhaie, glaube ich, mein Lieblingsfischtier. Walhaie sind ja Fische, ja. Ich weiß immer nie, ob das Wal oder Hai sind, aber Hai, deswegen Walhai, deswegen ist es ein Hai, also es ist ein Fisch. Walhaie sind super faszinierend. Oder Mondfische. Ich habe auch Mondfische als Tier geliebt. Die sehen so faszinierend aus. So cool. Aber dann auch, wenn ich ein Bild sehe, wie so ein Taucher neben einem Mondfisch schwimmt, und der Mondfisch sieht einfach aus wie ein Wolkenkratzer im Vergleich zu dem Menschen, denkst du, muss das sein? Ist das okay, dass ein Mensch so nah an so einem riesigen Giganten schwimmt? Das ist schon, ich weiß nicht, das ist zu viel Respekt habe ich davor. Ich werde das nie machen. So wie Hummeln fliegen können. Genau, es macht keinen Sinn. Das verstehe ich nicht, warum Menschen noch nicht rausgefunden haben, warum Hummeln fliegen können. Ich meine, es kann doch nicht so schwer sein zu checken. Ich meine, sie können es. Also muss es eine logische Erklärung geben. Also warum? Ja, die ist zu schwer. Ja, anscheinend nicht. Anscheinend ist sie nicht zu schwer. Also warum checken Wissenschaftler nicht, warum Hummeln fliegen können?
Bumblebee. Hast du anscheinend die Violet schon gefunden? Ja. Letzten Donnerstag, glaube ich. Ist es erst eine Woche her oder zwei Wochen? Auf jeden Fall, ich werde morgen das Video für Violet aufnehmen. Und dann nächste Woche Donnerstag kommt das Violet-Video. Du kannst aber auch auf meinem Twitter, Ausrufezeichen Twitter, kannst du den Clip dazu sehen, wie ich Violet gefunden habe. Ist einer meiner meistgeklicktesten Twitter-Posts. Und mit Walhain schwimmen, so, ich stell's mir sackend cool vor. Aber ich find's auch so creepy, glaube ich. So dann mit einer. Keine Ahnung, hast du das mit einem Schnorchel gemacht? Einfach, du warst oben und hast runtergeguckt? Ich find beides creepy. Tauchflasche oder einfach Goggles runtergucken. Oh. Einfach dieses Nichts, wo du runterguckst im Meer und dann ist da dieses riesige Tier, was dich einfach verschlucken könnte, wenn es will. Ja, ich find's viel zu creepy. Das ist auch eine Phobie. Ich weiß nicht, wie die Phobie heißt, aber die Phobie vor dem Unbekannten im Wasser. Ich glaube, die habe ich ein bisschen. Ich muss immer Videos und Bilder skippen, wenn so Unterwassersachen kommen. Was so creepy ist. Lass doch einfach das Meer sein. Du hast mal Delfine gefüttert in Australien. Das ist auch cool. Ich habe Delfine gesehen in, ich glaube hier in Irland und in, Fuerteventura? Fuerteventura? Nee, es war nicht, wie hieß das? Gran Canaria? Nee, es war glaube ich Fuerteventura. Also da waren wir auf einem Schiff und dann sind die so neben dem Schiff rumgesprungen. Das ist schon cool. Subnautica ist gar nichts für mich. Ich meine, da ist noch ein bisschen besser, weil es wirklich sehr. Also die Grafik ist ja sehr artifiziell, sehr, sehr arty, sehr comichaft. Aber trotzdem dieses... Es ist einfach diese Dunkelheit und jederzeit kann irgendwas kommen und es ist riesig, was kommen kann. Einfach riesig. Kraken, Blauwal, was auch immer, ist einfach riesig. Die Sachen sehen unglaublich cool und faszinierend aus. Ich habe letztens erst ein Video gesehen von so einer... Qualle unter Wasser, die sah einfach aus wie ein RGB-Gaming-Stuhl. Und es war einfach alles Natur so. Die hatte keinen Stecker irgendwo eingesteckt. Faszinierend. Aber will ich das sehen in der Dunkelheit unten? Boah, nee. Wir waren die einzigen ohne Badehose und waren nachher patschnass. Ey, ihr könnt doch nicht nackt Delfine anschauen gehen. Delfine sind bekannt dafür, dass sie, naja, da ein bisschen zu viel Spaß haben. Beast, du bist ein Elevoltec. Elevoltec. Und Akuma, du bist ein Cesurio. Wieder kein Gengar. Ich meine, die Chance ist 1 zu 1025. 27, glaube ich, weil ich habe zwei Extramons. Du hast zum ersten Mal da festgestellt, dass du seekrank werden kannst. Ah ja. Ich bin einer, der das nicht, also physisch nicht nachvollziehen kann. Weil bei so Seekrankheit und Autokrankheit ist es ja so, dass die Augen und das Gleichgewichtsgefühl nicht kommunizieren richtig miteinander. Was ich nicht nachvollziehen kann, also ich weiß auch noch, als wir in Fuerteventura waren und dann auf diesem Schiff waren bei den Delfinen und das Schiff hat wirklich wumm, hoch und runter, da war mir auch so ein bisschen flau im Magen so. Aber das passiert dann immer nur, wenn du dich, deswegen sag mir immer, wenn du im Auto bist, zu Kindern, schau raus, schau nach vorne, schau nicht auf die Seite, schau nach vorne, schau in den Straßenverkehr rein und hör auf deinen Gameboy zu zocken, weil dann wird dir schlecht, weil du nicht siehst, wo das Auto wann welche Bewegung macht. Dann habe ich mich halt immer, wenn mir leicht flau wurde, habe ich mich konzentriert auf den Horizont oder irgendwo und habe halt die Wellen gespürt, sodass mein Gehirn quasi checkt, okay, jetzt kommt eine Welle, also geht's runter. Deswegen, das habe ich nie verstanden, wie
ein Mensch nicht einfach sich sagen kann, okay, jetzt passen wir mal auf die Bewegung auf, damit mir nicht mehr schlecht ist oder damit mir nicht schlecht wird. Und dann stand ich da auch da und Rosa wird sofort schlecht. Dann habe ich doch gesagt, versuch irgendwie mit den Wellen in die Knie zu gehen, mit den Wellen mitzugehen und Horizont und da siehst du, wie das Schiff sich bewegt und hat nichts gebracht. Und das verstehe ich nicht, wie man da das nicht... Aber ja. Aber ich kann verstehen das Prinzip von, es ist so wackelig und so, dass einem schlecht wird, weil ich kenne das Gefühl natürlich auch. Aber es war nie so schlimm, dass ich jetzt... Manche müssen ja wirklich kotzen dann. Aber da gibt es doch diese Brillen. Das verstehe ich auch nicht, wie die funktionieren sollen. Diese Brillen, wo Flüssigkeit drin ist. Und anscheinend siehst du die dann in der Peripherie, die Flüssigkeit. Und das kommuniziert dann zu deinem Gehirn, wo was ist. Man sieht ultra beknackt aus mit den Brillen. Aber anscheinend sollen die voll gut helfen. Marco, hallo. Ich hatte damit auch nie ein Problem, aber die Walhaie waren so weit draußen auf dem Meer, dass man kein Land mehr sehen konnte. Oh, creepy. Da war ich zum ersten und einzigen Mal in meinem Leben seekrank. Oh. Ich fand es auch sehr... Ich finde so Schiffe einschüchtern. Es gibt ja auch diese TikToks mit dem Yo-ho, bam, bam. Ich schaue die schon gerne an, weil es wirklich geil faszinierend ist. Aber wenn man sich dann kurz reinversetzt, dass man selber auf diesem Schiff ist, was einfach so und dann in der Welle rein und so. Boah. Und als wir hierhin ausgewandert sind, sind wir auch 4 Stunden auf einer Fähre gefahren und es hat geregnet. Du bist rausgegangen. Du konntest rausgehen zu jeder Zeit auf dem Schiff. Aber ich bin kurz einmal so rausgegangen, dachte mir so, oh mein Gott, wie kann man hier stehen? Wie kann man hier draußen sein wollen? Und dann wirklich so ein bisschen halt, du hast dann so krasses Respekt. Einfach, ich werde auch, du hast so krassen Respekt. Ich werde nie verstehen, wie Leute aus Spaß so eine AIDA-Tour machen können. Du bist einfach auf einem Metallschiff gefangen auf offenem Meer. Du kannst nirgendwo hin. Du bist einfach all den Naturgesetzen ausgeliefert. Schrecklich. Warum machen das Leute for fun, dass sie einfach einen Monat lang auf einem riesigen Schiff fahren? Schrecklich. Silver Dragon, Dankeschön für den Raid. Hallo. Die Soldaten der Johto-Region kommen vorbei zur Parade. Johto-Region, was habt ihr gemacht in Johto? Reden wir von HGSS oder SGK? Ist es GSK? GSK wahrscheinlich. Aber ist nicht GSK auch die Autobahnpolizei? Wie heißt das GSK? Ist das nicht so eine krasse Spezialeinheit? Damit hatte ich gar kein Problem. Habe durch den Wellengang geschlafen wie ein Baby. Ich glaube, schlafen könnte ich. Ich will einfach keine... Wie heißt denn das? Ich sage mal AIDA, aber da gibt es ja auch... Ich will gar keine Meerestour machen. Kreuzfahrt, genau, Kreuzfahrt. Warum heißt es Kreuzfahrt? Warum heißt es Kreuzfahrt? Man überkreuzt das Meer wahrscheinlich? Ach, die Johto-Region ist deine Community. Oha. Kannst du dann nie in Hoenn spielen? Oder? Nee, aber was habt ihr heute gemacht? SEK, ah ja. Fast das Gleiche. Mir hat jemand gesagt, dass je größer das Schiff, desto weniger hast du Probleme. Klar, weil also je größer das Schiff, desto weniger spürst du kleine Wellen. Klar. Du hast dein Lugia trainiert in Schwert und Schild. In Schwert. Für was? Für Competitive? Oder einfach, um ein geiles Lugia zu haben? Bei Lugia Competitive? Ist es ein Ding? Ja, ich verstehe einfach, ich hätte auch kein Problem, auf dem Wasser dann zu sein, aber ich habe gar nicht das Bedürfnis, eine Kreuzfahrt zu machen, weil ich mir denke, du bist einfach wochenlang auf einem Schiff im Meer ausgeliefert. Und auch da wieder hörst du diese Horror-Stories, wo dann irgendwie die Toiletten nicht gehen und dann müssen Leute 3 Wochen ohne Toiletten in ihrer eigenen was nicht alles leben. Oder ich habe da nämlich ein Video gesehen mit denen,
Was man nicht machen sollte, wenn man Kreuzfahrten machen will. Aber ich will keine machen, deswegen habe ich kein Problem, diese Videos anzuschauen. Mit den schlimmsten Sachen, die auf Kreuzfahrten je passiert sind. Da gibt es immer diese Stories, die so echt so, wo man so denkt, oh mein Gott, du widerlicher Bastard. So wirklich so. Und die meisten Geschichten beinhalten, dass der Kapitän als erstes ein Schiff nimmt und abhaut. Das ist so geil. Der Letzte, der das Schiff verlässt, ist der Kapitän. Nope, nicht in der Realität anscheinend. So wie der Typ, der auf einmal seinen riesigen Kreuzer da, wo waren das? Zwischen Afrika und Europa? War das da? Nee, das war nicht da. Irgendwo hat er doch, in Italien? Irgendwo hat er doch seinen Kreuzer aus Versehen schräg hingestellt. Und dann ist der Kreuzer umgekippt und ich weiß nicht, ob Leute gestorben sind. Du weißt sogar den Namen. Francesco Schettino. Und dann rennt er einfach weg. Denkst du ja auch so, what the fuck? Du kannst doch nicht einen Kreuzer einfach querlegen, mitten irgendwo hin. Die ganze Mannschaft, die ganzen Leute sind drauf und du einfach tschüss. Schafft ihr schon. Jeder für sich. Einfach so, die Story muss ich mal erzählen, wie ich es bekommen habe. Ich konnte es nicht glauben. Wie du einen Lugia bekommen hast. Es ist ein Shiny Lugia. Kapitäne und Kinder zuerst. Ja, und dann, ich habe dann dieses Video von Papa Meat angeschaut und der hat so die bekanntesten Unfälle auf Kreuzfahrten aufgelistet und das ist schon halt morbid witzig auch, was da manchmal eben dieses eine Schiff hat, das ganze Wassersystem hat aufgehört zu funktionieren, weswegen die Toiletten auch nicht mehr funktioniert haben. Und die sind nicht weg von diesem Schiff gekommen und die mussten einfach irgendwie 3 Wochen in ihrem eigenen Dreck leben. Und ich glaube, die haben alle keine Entschädigung dafür gekriegt oder irgendwas. Das war dann am Ende so komplett lächerlich einfach. Oder halt das mit dem, wo der eine da einfach so in diesem Engpass sich quergestellt hat, das war noch nicht mal dabei. Die sind auch nur wegen seiner Geliebten dahin gefahren? Was? Dieser Francesco Schettino ist nur wegen seiner Geliebten in diesen Engpass rein? Nein. Warte, wir müssen kurz eine Detour machen. Ich muss meine Freundin abholen. Aber ihre Frau ist hier an Bord. Ja. Italiener. Mein Sidechick. Ich muss es kurz abholen. Können wir alle kurz mit? 3000 Passagiere. Okay. Ich meine, wir können nichts dagegen sagen. Wir sind ihnen ausgeliefert. Der wollte protzen und hat den Kahn versenkt. So die Freundin, die Geliebte hat so ein Haus an dieser Engstelle und er wollte nur kurz vorbeifahren, um seinen neuen Ride zu zeigen. Also guck mal, ich kann driften, Tokyo Drift. Miep, klonk. Schnell weg. Das ist genau. Stellt euch vor, ihr, keine Ahnung, ihr seid in einer engen Straße und ihr entscheidet euch auf einmal dazu, dass ihr wenden müsst. So, fuck, ich muss wenden, ich komme hier nicht mehr raus. Und dann wendet ihr und ihr steht wie bei Austin Powers einfach quer in der Straße drin. Und eure Entscheidung ist dann aussteigen und weglaufen. Man wird euch bestimmt nicht kriegen. Es gibt ja kein Nummernschild oder sowas. Oder in dem Fall irgendwie 10.000 Zeugen. Ich finde es so geil. Was muss in dem Kopf dann auf einmal passieren, dass du sagst, ah, schnell weg. Flight or fight. Aber dass der irgendwie geprotzt hat von der Freundin, das finde ich ja jetzt großartig witzig. Ich glaube, niemand ist zu Schaden gekommen, oder? Wir können darüber lachen. Ich glaube, das Schiff ist untergegangen, oder? Ist es eigentlich da weg inzwischen? Haben die das nicht ewig lang da nicht weggekriegt? Es gab Tote. Okay, ich meine, die haben Wichtigeres gerade zu tun, als den Stream zu gucken. Wir können uns schon ein bisschen drüber lustig machen, wie dumm das war.
Er war. Es war schon sehr dumm. Morbid, lustig, dumm. Es sind viele gestorben. Viele. Die sind bestimmt, die gucken gerade auch herab auf diesen Stream und denken sich, ja, Mann, das war so dumm. Recht hat er. Costa Concordia hieß das Schiff. Costa Cordalis. Er wurde dann auch verurteilt. Ja, Gott sei Dank. Weg mit dem für immer. Ich hoffe, der hat mehr gekriegt, weil er abgehauen ist. Ich hoffe, der Richter hat so richtig gesagt, okay, 10 Jahre, aber weil sie einfach gesagt haben, nope, schnell weg hier, anstatt irgendjemandem zu helfen, 20 Jahre. Kann man seine Nerven irgendwie trainieren, um so viele Resets zu machen? Die Nerven trainieren, um so viele Resets zu machen. Das ist ein Muskel. Den Muskel musst du trainieren. Dieser Muskel heißt Geduld. Der ist an einer sehr speziellen Stelle in deinem Körper. Mehr kann ich dir jetzt nicht erläutern, aber wenn du ihn trainierst, wirst du ihn spüren, diesen Muskel. 12 Deutsche? Da hört der Spaß auf. Schettino wurde 2017 am Ende eines Verfahrens in 3 Instanzen wegen fahrlässiger Tötung zu 16 Jahren Haft verurteilt. Das geht ja noch. Ist ja gar nicht, also, ich weiß nicht, das ist ja immer so pro Land anders und dann auch im Vergleich. 16 Jahre, ist 16 Jahre? Also wenn man es selber ist, denkt man sich, 16 Jahre ist schon sackenviel. Stellt euch mal vor, 16 Jahre im Gefängnis. Aber auf der anderen Seite, dafür, dass er, also die Umstände, wenn es halt einfach ein Unfall gewesen wäre, auch durch Fahrlässigkeit, okay, krass, trotzdem, Bastard, weg ins Gefängnis. Aber der Fakt, dass der das einfach, ich weiß es nicht, aber dass der das einfach aus Spaß gemacht hat, ist halt so viel mehr fahrlässig und hat, finde ich, mehr als 16 Jahre verdient. Weil es so unfassbar fahrlässig ist. Es ist nicht nur fahrlässig im Sinne von, oh, ich bin scheiß Kapitän, sondern ich bin scheiß Kapitän. Mann. Er habe alle Sicherheitsregeln missachtet und das Schiff zu nah an die Felsen vor der toskanischen Insel Giglio geführt. Also wenn es mit der Geliebten und so stimmt, dann hätte der doppelt so viel kriegen sollen. Das ist abgefahren. Worum geht's? Um dich. Shiny Peter, es geht immer nur um dich. Und was du heute für ein Ziel nennst, wann kommt das Shiny? Nick. Oh, geiler Song. Oh ja, Roter Jay, mach das mal mit Reggie Drago. Du wirst aber Happens wahrscheinlich nicht schlagen können, denn es ist unmöglich. Ich habe ihn Peter genannt, aber wir müssen ja auch noch wissen, um wen es geht. Um Captain Schettino, den alten Casanova. Ist auch geil. Stell mal vor, du bist auf einem Gefängnis dann und überall um dich rum die krassesten italienischen Verbrecher und irgendwelche, so die Fraktion, die Steuern hinterzogen haben. Das sind so die Nerds in der Ecke. Und dann gibt es den einen, der einen Mord begangen hat und dann kommt da der Schettino, der einfach, wie viel? Sie, 32. 32 Leben auf dem Gewissen hat und jeder so, wow. Der wird dann der neue King. Oder er wird die Bitch von allen, weil er so richtig dumm dabei war. Gott, ich will mir gar nicht vorstellen. Armer Shit. Wie sind wir darauf gekommen? Auf jeden Fall, mein lieber Robalbo. Der Trick ist es, seinen Geduldsmuskel zu trainieren, indem du keine Geduld brauchst. Niemand, und ich hoffe niemand, Shiny Hunted einfach so Raw Dogging. Wobei, das könnte ein neuer Trend sein. Raw Dog Shiny Hunting. So wie Leute ja inzwischen fliegen. Wie sagt man das auf Deutsch?
Rohwurst. Roh. Rohhunden. Was? Ohne Kondom. Nein. Wie übersetzt man das? Erklärung zu ungenau, bin wieder ausgeflippt. Okay, okay, okay. Bei jedem Reset so, verdammter Scheiße. Irgendwann muss man sich auch fragen, vielleicht ist es nichts für dich. Aber ja, ich hoffe, dass niemand Shiny huntet, ohne gleichzeitig was anderes zu machen. Ich zum Beispiel mache hier auf Twitch Just Chatting. Wir reden über dumme Themen, wie zum Beispiel einen fahrlässigen Mörder, der 32 Leute umgebracht hat, weil er einen coolen Tokyo Drift hinlegen wollte vor seiner geilen kleinen Frau. Kleinen Frau, Geliebten. Und währenddessen habe ich 50 Pokémon gesehen. Das heißt, ich brauche keine Geduld, weil ich rede hier. Und genauso, wenn ihr Shiny huntet, guckt ihr diesen Stream oder ihr guckt einen Film oder eine Serie, einen Podcast. Ich hoffe, keiner raw-doggt das Ganze. Was bedeuten würde, du schaust einfach die ganze Zeit auf den Bildschirm und resettest. Sagst kein Wort, denkst über nichts nach, sondern du raw-doggst einfach die Shiny Hunt. Das müssen wir mal machen, aber ich glaube, ich halte es nicht aus. Aber ich finde es so lustig, es gibt ja auch einen Raw Dog Simulator. Weil Leute, es gab diesen kleinen Trend, ich glaube nicht viele haben das gemacht, dass du einen Flug nimmst und zwar richtig lange Flüge und du machst nichts auf diesem Flug. Das heißt, du sitzt einfach in deinem Ding, in deinem Stuhl drin, machst keinen Film an, keine Musik, gar nichts, guckst einfach die ganze Zeit geradeaus. Ah ja, du darfst die Weltkarte öffnen auf dem Bordcomputer da vor dir. Und dann fliegst du einfach 10 Stunden lang und guckst auf die Weltmap, wie einfach dein Flugzeug sich langsam bewegt. Das ist Raw Dogging of Flight. Und es gibt Leute, die das machen. Einfach, weil es lustig ist. Und dann gibt es einen Simulator davon, wie du einfach so einen 15-Stunden-Flug nehmen kannst im Flight Simulator, aber du bist der Passagier und sitzt einfach drin und machst nichts. Ja, diese Shinyans werden bald kommen. Das hört sich so falsch an. Natürlich. Aber nur so wird man halt ein Alpha-Male. Und das wollen wir doch alle sein. Hallo, Ferret. Aber wenn man nicht immer hinschaut, hat man das Gefühl, man könnte was verpassen. Ich gucke ja immer hin. Ich meine, jetzt brauche ich gerade nicht hingucken. Ich gucke hin, wenn Shiny erscheint. Ich versuche gerade auch alle 3 Pokédex in Kamisin und in Shiny zu bekommen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es tut mir nicht gut. Du beschwerst dich über Shiny Hunting in Karmesin und Purpur, wo alle 5 Minuten Shiny erscheint? Okay, du hast einfach keine Geduld. Oder minus 3000 Geduld. Wie soll ich dir helfen, wenn du diesen Muskel gar nicht besitzt? Wo ist der Geduldsmuskel? Ich mache ohne Sandwiches. Ja, so wie man es auch tun sollte, weil es schneller ohne Sandwiches geht. Es geht nicht schneller ohne Sandwiches, aber bis du Gewürze hast. Oder meinst du ohne Gewürze oder komplett ohne Sandwiches? Also machst du die vollen 1 zu 4000. Oder nimmst du nur Schillerpin? Oder, also ich meine, nimmst du Begegnungskraft zumindest? Oder meinst du nur komplett ohne Sandwiches? Das heißt, du machst noch nicht mal Begegnungskraft. Okay, dann wären wir wieder bei Geduld. Dann brauchst du ein bisschen Geduld, ja. Sonst wäre es jetzt so einfach. Oh, jetzt sind wir Freunde. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das heißt, jedes Pokémon, das du siehst, ist 1 zu 1365. Oder wie ist es? Ist es 2000 oder 1000? Du hast mich angestachelt. Dann beschweren, wenn es zu lange dauert. Karmesin und Purpur ist mit Sparkling Power, nee, mit Shiny Charm. 1365, genau. Ja, 1365. Aber das Problem ist halt, dass manchmal zu wenige Pokémon erscheinen.
Begegnungskraft 2 kostet dich mal Gewürze. Ja, lass doch die Leute es sich so schwer machen, wie sie wollen. Ist doch cooler als einfach 3000 Pokémon vor sich zu spawnen. Auf jeden Fall, ja. Ich verstehe nicht, wie du, also bei Karmesin und Purpur kommt das Problem hinzu, dass du nicht wirklich mitzählen kannst. Weil meine Ansicht beim Shiny Hunten ist immer, ich warte nicht darauf, dass es kommt. Ich bin im Moment in der Phase, dass ich die Zahl da unten auf die maximale Zahl bringen möchte. Also Giratina will ich auf 8000 bringen und Regidrago will ich auf 4000 bringen. Wenn ich bei diesen Zahlen bin, dann erwarte ich, dass das Shiny kommt und werde ungeduldig. Aber bis dahin ist es für mich nur ein Abarbeiten von Spawns, von Resets. Ich erwarte nicht, dass ein Shiny kommt. Die ganze Zeit erwarte ich nicht, dass ein Shiny kommt. Das heißt, wenn deine Erwartungshaltung so unglaublich hoch ist, dann ist es halt super frustrierend. Aber bei Karmesin und Purpur ist halt auch die Erwartungshaltung so hoch, ne? Du hast noch ein Handicap, ich bin farbenblind. Also langsam glaube ich dir nicht mehr. Weil dann ist es sehr schwierig. Es gibt ein Video von Austin John, der Einstellungen gezeigt hat, die man machen kann, dass Farbenblinde es leichter haben, die Shinies zu erkennen. Ich glaub dir das auch. Warum machst du es dir so schwer? Ich schick dir Attest. Aber ja, dann, also wenn du es dir selber aber schwerer machst, dann darf man sich nicht beschweren, ne? Aber das sind meine Tipps. Hör auf zu erwarten und mach währenddessen was anderes. Sense88. Vielen, vielen Dank für 10 Subs. Damn. Dankeschön. Danke, danke, danke. Warte, ich habe hier sogar einen Zettel. Ah. Die hat er auch nicht erwartet. Die habe ich nicht erwartet, doch. Die habe ich nicht erwartet. Was soll ich dir sagen? Wie soll ich denn 10 Subs erwarten? Die hat ja keiner hier. Und da kann man ja nichts machen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich habe so viele von dem Kack-Attesten, weil Kunstlehrer mir nie geglaubt haben. Mal diese Tomate ab. Grün. Ich habe Attest. Ja, krass. Dumme Lehrer. Manche Gen ist mein Lieblings-Gen, Gen 3. Bin von Gen 2 auf Gen 3 gegangen, als ich Gen 3 Origin Dex gemacht habe. Sie ist so viel besser. Wegen dir mache ich auch den Living Dex mit den Geschlechtunterschieden, habe bis jetzt nur männliche gefangen und nicht gewusst, dass es Unterschiede gibt, außer es war offensichtlich. Ja, schau. Es gibt aber auch grüne Tomaten. Wurde eigentlich seit September Beginn mal das Subgoal erreicht? Die 20, das tägliche? Ich glaube, einmal waren es 19. Warum? Möchtest du Shinies geschenkt bekommen? Ich bin ein richtiger Hohensohn, ja. Ich mag halt Gen 3. Was sind die Chancen, wenn du den Schillerpin hast und einen Ausraum mit 60 Pokémon gekillt hast? 1 zu 512. Das kannst du alles nachschauen auf unserem Discord, wo ich all die Dokumente archiviert habe, die beweisen, was die Shiny-Chancen sind. Ich hatte gerade im Ausbruch Spoink. Sehr, sehr gut. Ich musste einer Lehrerin 3 von 3 verschiedenen Augenärzten geben und sie hat mir trotzdem nicht geglaubt und eine 4+ gegeben. Die Sau. Warte mal, ich habe hier einen Zettel, den ich glaube ich nicht in die Kamera gedrückt habe. Wilden. Hi, sorry. Du bist ein
Krokel, Ferkuli, Ferkrokel, Flambirex, Ferkokel, oder? Floink, Ferkokel, Flambirex, Ferkokel, oder? Schulleiter hat dann geregelt. Ja, da würde ich aber auch auf die Barrikaden gehen und sagen, hallo, ich kann nichts dafür, dass ich die Farben nicht sehe. Bewerten Sie alles, aber bitte nicht die Farbe. Du siehst nicht die Anzahl. Ja, hier ist so viel Zeug mit der Doppelhand drin, dass ich nicht noch mehr Sachen hier reintun will. So Minimalismus und so. Ja, aber in einer anderen Szene sieht man es. Hier. Da, wir haben 12. 20 im Moment. Hab sie dann gefragt, welche Farbe Arbeitslosigkeit hat? Ich glaube, ein tristes Grau. Farbe, die Regen hat. Es gibt so süße Videos von Leuten, die farbenblind sind und mit einer Spezialbrille die Farben sehen können. Oh, Daniela. Oh, Daniela. Darf ich deine Illusion brechen? All die Videos, die du gesehen hast, von diesen blinden Brillen, Blindbrillen, Blindheilungsbrillen. Erstens, weißt du, wie viel die kosten? Zweitens, ist bewiesen inzwischen, dass all diese Videos fake sind. Also ich kann dir ein Video schicken, wo jemand das beweist oder halt nachforscht, Journalismus und sowas betreibt. Und es ist so offensichtlich, wenn man es sieht. All diese Videos sind gefaked. Und die Leute, die diese Videos nicht gefaked haben, sondern echte Leute, die sie getestet haben, sich dabei gefilmt haben, sagen, dass es am Ende ihnen aufgefallen ist. Aber das ist natürlich nie, es wird natürlich nie veröffentlicht oder nie verbreitet. Am Ende, zwei, drei Tage später, eine Woche später, fällt ihnen auf, dass die Farben nur extremer machen, weswegen sie zuerst den Eindruck haben, dass sich was ändert, weil es ändert sich wirklich was. Aber es sorgt nicht dafür, dass sie die Farben, die sie nicht sehen, auf einmal sehen. Es sorgt dafür, dass auf einmal alles andere Farben hat. Und dieser Eindruck sorgt dafür, dass die Leute so sind, weil wenn jemand noch nie rot gesehen hat und du zeigst ihm jemanden auf einmal eine andere Farbe, weil du einfach durch die Brille blau-lila machst, denkst du dir auf einmal, ich zerstöre dich, diese Brillen sind reiner Scam und die Brille und die Leute, die diese Brillen entwickelt haben, sollten auch ins Gefängnis kommen. Es ist auch ein Typ, der dafür immer, war das ein Typ oder was war das? Doch, das war ein so ein Typ, der an diese Technologie glaubt und immer wieder sagt, doch, 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 das stimmt, aber es gibt nichts Wissenschaftliches, das beweist, dass es funktioniert. Im Gegenteil, es gibt nur Beweise, dass es ein reiner Scam ist. Und sogar, du siehst in einem Video zum Beispiel, was zuerst so scheint, als ob es ein Standardvideo von jemandem ist. So halt irgendjemand hat sein Kind dabei gefilmt, wie es erstmal diese Brillen bekommt. Und nirgendwo steht irgendwas von Sponsor oder irgendwas, sondern es wirkt wirklich wie ein Video von jemandem Privates. Und es ist aber halt von Amateuren gemacht, das Video. Die haben halt unter der Hand oder irgendwo Geld von denen gekriegt. Aber die haben das halt echt schlecht gemacht, das Video, und schlecht geschnitten. Du siehst nämlich, also das sind Luftballons und das Kind, also, oder die Mutter zeigt auf den Luftballons, sind verschiedenfarbige Luftballons. Das Kind, die Mutter zeigt auf die Luftballons, Kind sagt, keine Ahnung, orange, nächster Ballon, orange, nächster Ballon, orange. Ich weiß nicht genau die Farben, aber es ist halt immer die falschen Farben, sagt es zu den Farben, beziehungsweise sie sehen alle zu ähnlich, die Farben, je nachdem, was für Farbenblindigkeit es ist. Und dann zieht es die Brille auf und dann zeigt die Mutter wieder auf die Ballons und es ist so blau, rot, gelb, grün.
So, was man nicht sieht, ist, dass die... Beziehungsweise, was man sieht, wenn man genau in dem Video hinguckt, ist, dass die Ballons nummeriert sind. Dem Kind wurde vorher beigebracht, bei welcher Zahl er was sagen soll. Und wenn sie auf 3 zeigt, dann weiß das Kind, dass es rot sagen soll. Und so haben die diese Videos gemacht, wenn du genauer hinschaust. Und es ist inzwischen alles in der Öffentlichkeit und komplett logisch. Diese Brillen sind ein kompletter Scam. Es ist physisch unmöglich durch eine, das haben auch Augenärzte dann gesagt so. Es ist unmöglich, ohne Operation im Auge, das Auge andere Farben sehen zu lassen. Wenn du drüber nachdenkst, es ist unmöglich, es geht nicht. Du kannst nicht einfach das Auge eine Farbe sehen lassen, die nicht existiert in dem Auge. Die Rezeptoren für Rot sind kaputt. Du kannst ein Rot so anders färben, wie du willst, dass der Mensch wird nicht rot sehen. Wie sieht es eigentlich Spoink aus? Du solltest nicht Shiny handeln, ohne zu wissen, wie es Shiny aussieht. Schwarz. Leo's Mind, killing your illusions since 2018. Ja, aber man soll es halt auch nicht. Ich habe das noch nie wirklich geglaubt. Aber dann gab es halt echt so schöne Videos, wo Leute halt so, oh mein Gott. Dann denkt man schon so, okay, nice. Da dachte ich ja, okay, die sind schweineteuer. Schön, dass es das gibt, aber es kann sich halt der Normalsterbliche nicht leisten. Schweineteuer. Aber dann kamen halt schnell diese Videos, die gezeigt haben, dass es halt wirklich einfach eine Geldmasche ist. Dann gibt's immer noch, kannst du immer noch kaufen. Übrigens das Gleiche, Leute, es tut mir leid, nicht genau das Gleiche, das ist wirklich ein krasser Scam, aber das Gleiche gilt auch für Blaulichtfilter. Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass diese Kack-Blaulichtbrillen wirken. Wir haben gleich 4000, ja, Mann. Leute, diese Videos, die sagen, oh ja, ich arbeite den ganzen Tag vorm PC, wie jeder Mensch übrigens. Und deswegen habe ich diese 200€ Blaulichtbrille mir besorgt, damit meine Augen es leichter haben, die ganze Zeit auf den Bildschirm zu gucken. Denn Blaulicht ist schlecht für die Augen. Wissenschaftlich nicht irgendwie bewiesen. Kauft euch keine Blaulichtbrille. Also könnt ihr machen, bringt nur nichts. Ihr könnt genauso gut euren Monitor einstellen auf wärmere Farben. Bringt auch nicht wirklich was, außer es ist angenehmer anzuschauen. Wie ein genetischer Fingerabdruck, die Iris? Ja. Es gibt diese geilen, die waren überall in Japan auch. Diese geilen, da sind so Läden, wo du hingehen kannst. Und das dauert, glaube ich, auch nicht lang. Und die machen ein Foto von deiner Iris. Halt in kranker Auflösung. Und die sehen echt geil aus, diese Bilder. Aber irgendwie sieht man das jetzt so oft, wie Leute ihre Iris fotografieren, dass du auch wieder denkst, irgendwie überhaupt nichts Besonderes. Aber es wäre schon cool, seine eigene Iris, so ein fettes Bild zu haben in hoher Auflösung. Ich hoffe, du siehst dann oft immer so einen kleinen Alien da drin. Nach Hause. Ich meine, es gibt auch Nachtmodus und Blaulichtfilter am PC. Exakt. Und wenn du sagst, ja, aber ich kann diesen Blaulichtfilter am PC nicht einstellen, weil ich muss die richtigen Farben sehen, weil ich zum Beispiel Kunst mache, Design mache, dann okay, dann darfst du die Brille auch nicht tragen, weil die Brille sorgt auch dafür, dass du anders siehst. Das sind alles Scams, um Geld zu verdienen. Ich habe vor einer Weile gelesen, dass Dark Mode auch nicht gut für die Augen ist. Ich finde Dark Mode aber irgendwie viel angenehmer. Das Problem mit Dark Mode ist, dass du kannst schwieriger lesen. Ich bin übrigens kein Arzt, ne? Ich weiß nur, dass die zwei Sachen sind Scams. Ich bin trotzdem kein Arzt, der euch genau erklären kann, warum. Aber ich benutze auch überall Dark Mode natürlich, weil Dark Mode ist angenehmer fürs Auge. Aber auf der anderen Seite, es gibt einen Grund, warum Bücher weiß sind und Schrift schwarz darauf oder warum Webseiten schon immer, also Blogs schon immer weiße mit schwarzer Schrift drauf oder auch warum es bestimmte Typografie gibt in Büchern und sowas. Um Tinte zu sparen ist der offensichtliche Grund, das stimmt, ja. Also das ist der Grund Nummer 1, um Tinte zu sparen, selbstverständlich.
Aber es ist lesbarer. Menschen können leichter Buchstaben entziffern, wenn sie schwarz auf weiß sind. Genauso benutzt du auch auf Büchern eine Serifschrift. Das sind Schriften mit Kanten, mit so diesen Ecken. Times New Roman ist eine Serifschrift. Die haben diese Ecken. Und dann Schriften, die diese Ecken nicht haben, sind sans Serif, also ohne Serifen. Und du benutzt bei Büchern Serifschriften, weil die diese Linien haben, wodurch du besser in der Zeile bleiben kannst und lesen kannst. Und jetzt benutzen alle Dark Mode. Und es ist, ich finde auch, es ist angenehmer für die Augen, weil es nicht blendet. Aber wenn du halt wirklich was lesen willst, auf dem Handy, dann ist das anstrengender für die Augen, weil du dir schwerer tust, das zu lesen, was da steht. Wenn du jetzt aber, also ich, da geht es wirklich ums Lesen. Deswegen wirbt ja auch das Amazon Kindle damit, dass es Paperwhite ist. Und kein Licht quasi oder angenehmes Licht ausstrahlt. Ich habe ein Kindle, was gar kein Licht hat. Das ist einfach nur durch Magnetismus, wie diese Etch-and-Sketch-Dinger. Und das ist wirklich, das sieht ja aus wie Papier. Damit wirbt ja das Amazon Kindle. Das ist Papier. Und da gibt es einen Grund, warum Kindle nicht einfach Dark Mode hat. Weil es dumm ist. Bücher liest man schwarze Schrift auf weißem Untergrund, weil es leichter zu lesen ist. Damit wirbt es Kindle auch. Und damit haben sie auch recht anscheinend. Also medizinisch auch und so. Aber das heißt jetzt nicht, dass jeder Dark Mode schlecht für dich ist. Das heißt nur, dass du nicht, also es ist, wenn du lange Sachen wirklich viel Fließtext lesen willst, dann ist das anstrengender im Dark Mode, weil es schwieriger zu lesen ist. Ich kann so oder so nicht lesen. Das ist ein You-Problem. Wenn du von Dark Mode auf White wechselst, ja, dann verschrumpelst du auf einen Schlag. Dann bist du wie so ein, dann bist du wie der Indiana Jones-Typ, der den Heiligen Gral sieht. Oder was sehen die? Irgendwas sehen die und dann zerfließt ihr Gesicht. Du hast einen Shiny Spank bekommen. Sehr gut. Wer überall White Mode verwendet. Boah, jedes Mal, wenn ich einen Streamer zugucke, irgendwie bei Shiny Resetten oder sowas, oder bei irgendeinem Switch halt, Switch-Spiel, und die Person geht in den Home-Bildschirm, also hierhin, und ich sehe weiß, wird der Stream sofort ausgemacht. Sowas kann ich nicht unterstützen. Du kannst doch nicht, also es gibt die Leute, die so, denen das egal ist und die nie verstanden haben, dass man so gut wie jedes Medium heutzutage in den Dark Mode versetzen kann, auch die Switch. Weil du kannst es den Leuten dann schreiben, dann sind sie so, ach wirklich, das geht? Oh, cool. Da muss ich ja auch ausmachen, wegen Ignoranz. Kann nicht sein, dass du wirklich denkst, dass man die Switch nicht im Dark Mode stellen kann. Und dann gibt es die kranken Menschen, die das schöner finden. Und da muss ich den Stream ausmachen, wieder anmachen, um ihn nochmal auszumachen. Weil ich verstehe nicht, also ich verstehe gewisse Ästhetik. Und Weiß kann eine richtig schöne Ästhetik haben. Aber im echten Leben. Nicht digital. Digital und alles hell passt nicht zusammen. Printmedien in Weiß, Poster Weiß, Möbel Weiß, halt diese hellen, cremefarbene Sachen, wunderschön. Designtechnisch hat Weiß tolle Möglichkeiten. Du kannst wunderschöne ästhetische Sachen damit machen. Aber hört auf, damit zu rechtfertigen. Ja, aber mein Google sieht schöner in Weiß aus. Bullshit. Kannst du mir nicht sagen, dass Google im White Mode, Bright Mode, schön, also. Und selbst wenn es schöner aussieht, okay, aber du kannst mir nicht sagen, dass deine Augen jedes Mal sterben. Nicht sterben. Weil die sterben jedes Mal. Eine Zelle stirbt mindestens jedes Mal, wenn du auf dieses weiße Bild guckst. Deswegen habe ich es auch gehasst, Genshin Impact zu spielen. Und Schwert und Schild übrigens auch. Schwert und Schild jedes Mal weiß. Aber okay, da ist es dann Ästhetik und so, es wechselt auf weiß. Aber Genshin Impact hat einen kompletten Ladebildschirm, der komplett weiß ist, für mehrere Sekunden, so 10, 20 Sekunden. Und wenn du Genshin Impact in der Nacht spielst, dann wirst du auf einmal so geflash-gangbanged, dass du einfach nichts mehr sehen kannst. Und ich habe damals, hat Genshin Impact mir
die Beta geschickt und haben sie um Feedback gebeten. Und ich hab geschrieben, niemand sollte heutzutage weiße Ladebildschirme machen. Die ganzen Nerds sitzen mitten in der Nacht da und resetten oder hauen ihr Geld in eure ganzen Gebete da rein in Genshin Impact und dann sehen sie jedes Mal bei jedem Ladebildschirm. Ich habe ja einen Clip, wo ich eine Sonnenbrille aufsetze, um diese Kack-Ladebildschirme auszuhalten. Haben sie es geändert? Haben sie auf den Leos Mind gehört? Natürlich nicht. Auf der PS5 nur 2 bis 3 Sekunden. Ja. Das sind aber 2, 3 Sekunden zu lang. Und manchmal ist es ja ein Dark-Mode-Ladebildschirm. Ich glaube, wenn es Nacht ist, im Spiel aber, nicht in Wirklichkeit. Wenn es in dem Spiel Nacht hat, ist der Ladebildschirm schwarz. Und wenn es im Spiel Tag hat, ist der Ladebildschirm weiß. Ist immer noch weiß. Es ist so anstrengend. Aber hier ist in Schwert und Schild ist es nicht viel besser. Hier ist jetzt alles schwarz. Das ist angenehm. Aber jedes Mal, wenn ich das Menü aufmache, also hier Pokémon, weiß! Aber das ist halt das UI-Design. Es ist nicht wirklich ein Ladebildschirm. Es ist das Design, dass der rote Balken weggeht und darunter ist halt weiß. Also sie haben sich, glaube ich, nicht aktiv dafür entschieden, einen weißen Ladebildschirm zu machen, aber sie haben sich aktiv dafür entschieden, dass das Interface halt hauptsächlich weiß ist. Deswegen ist es eher eine Konsequenz. Aber ja, das ist auch ein bisschen nervig, dass es dauernd. Aber es ist sowieso alles hell. Bei Genshin Impact ist es halt wirklich, du läufst irgendwo rum, du hast die Jalousien runter, du chillst in der Nacht, läufst irgendwo rum, auf einmal bam. Das erste Mal, wo ich Genshin Impact gestartet habe und den Widescreen hatte, ich war sicher, dass es so weiß war und mich geblendet hat, dass ich wieder Farben sehen konnte. Es wurde kurz repariert. Deine Retina wurde kurz repariert. Deine Nerven, deine Farbblöcke, Farbzapfen, wie heißt es? Irgendwie heißt die doch Zapfen. Wurden kurz wieder repariert durch die Überstimulierung. Pokémon Let's Go ist Bruch. Pokémon Let's Go ist auch sehr hell, ja. Ich meine, es ist ja auch okay. Ich finde es nur blöd, wenn der Unterschied. Also hier ist auch viel weiß die ganze Zeit. Aber das gehört halt zum Design. Das ist halt das Interface und sowas. Und es sind noch nicht mal wirklich Ladebildschirme. Aber wenn du aktiv halt dich dazu entscheidest, von extrem dunkel auf extrem hell zu gehen, dann ist es halt schlechtes Design. Aber Giratina ist auch. Das ist ganz klein, bloß in der Ecke. Deswegen war Genshin auch ein kommerzieller Flop. Genau. Hätten sie mal auf mich gehört, dann wären sie voll. Dann wären sie voll durchgestartet. Ja, ich muss immer auf Nacht stellen, aber. Ja. Aber das ist nicht der Grund, warum ich nicht mehr Genshin spiele. Es war einfach ein. Das Spiel war wieder ein zu großer Grind. Diese ganzen Cookie-Clicker-Spiele sind einfach ein so großer Grind, dass das Spiel an sich kein Content mehr hat, sondern du grindest nur noch sinnlosen Content, der immer das gleiche ist. Um zu irgendwelchen Waifus zu beten, die sowieso nicht wirklich was bringen. Beziehungsweise, wenn du das perfekte Waifu haben möchtest, mit allen Attacken oder was auch immer, dann musst du statistisch gesehen mehrere tausend Euro reinstecken. Aber Genshin ist ja auch. Wer spielt denn auch Genshin? Das ist doch jetzt alles Withering Waves oder wie das heißt und Dingsbums, dieses Zugding, Industrie, Emo-Punk, nee, nicht Emo-Punk, Punk, Steampunk-Game hat doch alles nochmal übertroffen.
Honkai Star Rail. Honkai Star Rail hat doch alles übertroffen, oder? Wenn was von denen erfolgreich ist, dann ist es doch Honkai Star Rail. Bringen die überhaupt noch neue Banner raus für Genshin? Hat wieder ein gutes Update bekommen? Okay. Wie früher alle gesagt haben, oh, das Breath of the Wild Spiel. Und das hat sich schnell geändert, dass die Leute das gesagt haben. Man hat schnell gemerkt, dass es kein Zelda-Spiel ist. Genshin ist erfolgreicher als Honkai, echt? Ich habe das Gefühl, ich habe, also als Honkai rauskam, da vor 2 Jahren, ich habe nur noch Honkai gesehen. Aber klar, ne, war neu. Die bringen noch neue Banner. Okay, okay. Ich glaube, bei solchen Spielen ist das A und O gutes Charakterdesign. Wenn du gute, sexy auch, vollkommen egal, ob männlich oder weiblich, aber wenn du gute, sexy, gut angezogene und verrückte Charaktere machst, dann ist das, glaube ich, der größte Teil. Wie viele kleine Handy-Games habe ich schon angefangen, einfach nur, weil die Charaktere geil aussahen? Wie heißt dieses eine Spiel, was ich mal installiert hatte, weil man überall die Charaktere gesehen hat? Wie heißt es? Oh, ich habe es deinstalliert. Besser ist es. Es war sehr so Cyberpunk-mäßig, also die Charaktere sehr so, wie heißt der Style, dieser Modestyle? Wie heißt die Mode von Cyberpunk? Techwear. So kranke Techwear-Mode, die Anime-Figuren anhatten. Oder nicht anhatten. Gutes Charakterdesign wie in Pokémon Go? Ja, das kann eh keiner übertreffen. Habt ihr schon alle Gigas? Wobei, weiß jemand wie? Ich habe jetzt heute die Feldforschung gekriegt. Man soll Giganester finden oder sowas. Wo sind die? Wie findet man die? Sind es einfach Giga-Raids? Wo kriege ich diese Giga-Punkte? Ich habe weggeklickt, was Mr. Pokémon Go-Professor euch mir erklärt hat. Das sind Pokestops? Okay, dann habe ich einfach noch keine gesehen. Ich war halt voll enttäuscht, dass die Charaktere wieder reingebracht haben, weil ich Venti aus der Release-Woche hatte und war so stolz drauf und dann kam er halt wieder. Ja, das ist Gacha. Ja. Alles auf random Glück basierend. Spielst du noch Pokémon Go? Ja, aber halt nicht effektiv. So, für mich definiere ich Pokémon Go so, ich weiß, dass es ein scheiß Spiel ist. Ich finde es eine Frechheit, was Niantic macht mit dieser App. Ich finde es eine Frechheit, dass inzwischen alles nur darauf gedrillt ist, dass du Sachen kaufst. Ich meine, jetzt haben sie ja sogar gemacht, dass wenn du bei deinen Items bist oder dein Pokémon, ist oben eine kleine Leiste, die sagt, du kannst übrigens mehr kaufen. Aber trotzdem habe ich halt, wenn ich rausgehe, nichts Besseres zu tun. Ich habe nichts Besseres zu tun, also mache ich es auf. Fangen die Pokémon, die rumlaufen, wenn ich sie noch nicht habe. Mach die ganzen Feldforschungen, also die Quests, die es halt gibt. Aber wenn es keine Quests gibt, und meistens inzwischen sind ja die Quests so intens, dass man mindestens so lange braucht, um die Quest zu machen, bis es eine neue gibt, dass du eigentlich immer irgendwie eine Quest hast. Deswegen ja, ich spiel's, aber nur weil ich halt, während ich draußen rumlaufe, nichts Besseres zu tun habe. Ich glaube, das ist bei vielen Leuten so. Viele realisieren, dass Pokémon Go echt nicht der Shit ist mehr. Aber es ist halt so einfach. Das ist halt, ne? Warum nicht? Warum soll ich es nicht aufmachen, wenn ich eh draußen rumlaufe? Deswegen lieber Fire Emblem Engage. Da sind die Charaktere wenigstens im Spiel enthalten und müssen nicht für 70 Euro gekauft werden. Aber Fire Emblem. Hallo Adri.
Du hast 1500 Stunden in Genshin, was ja vollkommen okay ist. Es wäre schlimmer, wenn du sagst, ich habe 1500 Euro wöchentlich ausgegeben in Genshin. Dann müssten wir, glaube ich, einsehen, dass du ein Problem hast. Aber hey, wenn dir Genshin Spaß macht und du hast 1500 Stunden, ist doch mega geil. Und ich sag mal, selbst wenn du 200 Euro reingehauen hast, 200 Euro für 1500 Stunden ist vollkommen okay. Das vergisst man oft. Man denkt sich immer bei so Gratis-Spielen so, es muss gratis bleiben. 1500 Euro wöchentlich wäre hart. Es gibt Streamer, die sowas machen, aber es ist auch deren Job. Die verdienen mehr, dadurch, dass sie das streamen. Es gibt Leute, die haben sechsstellig hauen die rein in diese Spiele. Aber die verdienen auch das ganze Geld wieder zurück, dadurch, dass sie das machen. Was ist eigentlich bei dir mit Palworld passiert? Was soll passiert sein? Ich habe das Spiel durchgespielt, 100% gemacht und dann habe ich es weggetan, weil es fertig ist. Palworld ist okay, aber es ist kein Spiel, was länger als eine Woche Spaß macht. Was soll passiert sein? Aber kamen ja neue Sachen auch wieder dazu. Die habe ich nicht ausprobiert, weil ich nicht das Bedürfnis verspüre, mehr zu machen in dem Spiel. Was ist denn dazugekommen? Ein Pal? Du hast in 4 Jahren so 80 Euro in Genshin gesteckt. Schau. Du hast mehr ausgegeben für wahrscheinlich Resident Evil 4. Weil du die Special Edition gekauft hast. Nee, weiß ich nicht, aber die kostet mehr. Neue Pals und Aufbau-Items und so. Okay, also hätte ich jetzt nochmal 10 Minuten spielen können und dann hätte ich wieder alles. Nee, es ist halt, es ist ein tolles Spiel, es macht Spaß. Aber auch da, es ist halt ein Grind. Wenn du alles gemacht hast, kannst du halt nur noch grinden, um bessere Pals zu kriegen, krassere Pals, eine krassere Basis aufbauen. Und das ist dann etwas, was mir keinen Spaß macht. Also ich spiele auch kein Minecraft. Wenn man Minecraft mag, dann wird man Palworld auch mögen. Du musst alle Pals in Schillernd kriegen. Habe ich nicht das Bedürfnis. Vor allem, weil sie noch nicht mal anders aussehen. Sind einfach nur größer. Hast du auch mal Ark gespielt? Nee, aber wenn mich so ein Survival-Game interessiert, wäre es wahrscheinlich Ark, weil ich Dinos cool finde. Aber ich mag keine Survival-Games. Ich finde, ich mag Spiele, die ein Ziel haben. Denn ich mag das Ziel erreichen. Und dann bin ich glücklich. Das heißt, wenn es ein Spiel ist, das kein Ziel hat und Survival Games haben kein Ziel, das Ziel ist es zu überleben. Und das ist quasi unendlich. dann habe ich kein Ziel. So, für mich ist es kein Ziel, solange es geht zu überleben. Das Spiel hat kein Ziel. Das Ziel ist zu überleben, aber das ist ein unendliches Ziel, was ich nicht erreichen kann. Deswegen habe ich keinen Spaß an Survival Games. Und ich habe ein paar hier und da probiert. Macht einfach keinen Spaß. Und ist es nicht auch so mit den meisten Leuten, die solche Spiele spielen? Die geben sich dann ein Ziel. So was ich mir auch in Pokémon mache. Ich gebe mir das Ziel, eine Shiny Giratina zu finden. Und dann grinde ich das. Und so gibt es halt in Minecraft Leute, die sich das Ziel geben. Keine Ahnung, ich glaube, es gibt die Leute, die wollen ein Ziel haben. Die bauen sich dann, keine Ahnung, den Louvre nach in Minecraft. Und das ist deren Ziel, was sie erreichen können. Und dann gibt es die Leute, die einfach Minecraft als, oder als solche Spiele als, keine Ahnung, das ist halt einfach deren Escape, deren Zufluchtsort. Und das muss dann noch nicht mal ein Ziel sein, sondern sie chillen einfach in der Welt und es gibt immer was zu tun.
Das ist halt einfach Leben. Für die ist Minecraft wie Leben. So, du kommst von der Arbeit, machst es an, dann lebst du halt einfach, aber halt in dem Spiel. So wie das Leben auch kein Ziel hat. Leute wollen ein Ziel im Leben finden, durch was nicht alles, aber in Wirklichkeit hat Leben kein Ziel. Beziehungsweise jeder muss sich selber ein Ziel setzen. Das gefällt mir nicht, deswegen habe ich auch keinen Spaß am Leben. Ich finde halt einfach keinen Spaß daran, an solchen Spielen. Ich mag offene Spiele nicht. Auch gut zu wissen, dann muss ich gar kein Ziel finden. Hey, ist so viel einfacher zu leben, wenn man kein Ziel braucht. Es gibt ein Genshin-Konzert in Berlin. Geil. Ark hat bei dir so einen kleinen Dino-Hype ausgelöst. Du bist ins Museum und hast die Jurassic Park-Teile alle angeschaut. Dinos sind mega geil. Ich glaube, in meiner Generation damals, wir waren alle obsessed mit Dinos. Wir alle hatten unsere Plastik-Dinos, mit denen wir im Sandkasten gespielt haben, oder unsere, keine Ahnung, Transformer, die zu Dinos werden können. Oder halt eben Jurassic Park. Oder sonstige Shows, Zeichentrickserien, alles basierend auf Dinos. Jurassic World Evolution. Das ist so ein Game, halt diese, wie nennt man die, Park Games? So wie Rollercoaster oder was nicht alles. Ich glaube, da könnte ich mich auch, aber da brauche ich auch ein Ziel. Aber es gibt bestimmt einen Story Mode bei Jurassic World. Aber die fressen zu viel Zeit, die Spiele. Tycoon Games, genau. Du hast ein männliches Molunk gekriegt durch SOS. Einfach nur, obwohl du einfach nur einen Amphira wolltest. Respekt. GG, ist doch geil. Auch wenn es männlich ist. Hey. Full Odds Shiny. Wobei SOS. Nicht ganz Full Odds. Ich möchte mal wissen, wie nah die zum Original aussehen. Ich glaube, dass. Nächste sind wirklich diese Dino-Dokus, die du auf Apple Plus anschauen kannst. Das ist quasi Planet Earth, nur mit Dinos. Ja, und danach kommt direkt Dino Crisis. So sahen Dinos wirklich aus. Dino Crisis habe ich nie gespielt, aber es ist, glaube ich, etwas, was ich irgendwann mal spielen will. Weil ich weiß, dass es viele lieben, Dino Crisis. Es gibt die Nintendo-Fraktion mit Turok und die Dino Crisis-Fraktion. Aber ich glaube, Dino Crisis ist. Turok ist einfach ein Horror-Shooter. Während Dino Crisis, glaube ich, mehr so. Nicht Silent Hill, aber es ist mehr so. Resident Evil-mäßig. Nicht einfach Shooter, sondern auch mit Rätseln und so. Wobei Turok hat auch Rätsel. Nee. Aber Turok sind eher mutierte Dinos. Ich glaube, Dino Crisis sind echte Dinos. Aber ja, es gibt so eine Planet Earth-Reihe mit Dinos. Und ich glaube, die haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Dinos so dargestellt werden, wie sie am ehesten wirklich aussahen. Weißt du, da haben wir Velociraptoren auch Federn, was anscheinend so war. Velociraptoren sehen nicht, in Wirklichkeit sahen nicht so aus wie in Jurassic Park, sondern hatten anscheinend Federn. Keine Ahnung. Aber wenn dich Dinos interessieren, dann schau die Doku-Reihe von Planet Earth. Von BBC, die gibt es auf Apple Plus oder wurde, glaube ich, für Apple Plus gemacht. Wo, also es ist mit CGI gemacht natürlich, aber es ist so gutes CGI, dass es sieht wirklich echt aus. Also du denkst wirklich, da war jemand mit einer Kamera vor 3 Millionen Jahren und hat Dinos gefilmt. Und wenn sie schreien, klingen sie wie eine Nachtigall. Trotzdem weiß man nicht, wie die genau ausgesehen und geklingt haben. Man weiß vor allem nicht, welche Farben sie hatten. Man kann vermuten, dass sie die gleiche Farben hatten wie alle Tiere, also meistens angepasst an deren Umwelt. Aber du kannst halt, glaube ich, faktisch nicht wissen, wie sie ausgesehen haben. Also welche Farbe sie hatten.
Ich glaube, alles andere, auch wie sie klingen, kannst du nachempfinden. Zeigen die das nicht in Jurassic Park 3? Wo Sam Neill quasi so einen Schädel von einem Velociraptor 3D druckt und dann reinpustet und dann kommt genau der Schrei von einem Velociraptor? Oder ist es sogar in Teil 1? Ich weiß nicht, ob die es wirklich so machen, aber es ist eine logische Erklärung. Da du alles von dem Tier eigentlich hast, kannst du es nachdrucken und dadurch nachforschen, wie der Schrei wäre anhand der Größe der Kehle oder was nicht alles. Aber klar, wissen kannst du es nie. Sie haben Farbpigmente in manchen versteinerten Hautfetzen gefunden. Sie waren wohl bunter als gedacht. War Teil 3 mit dem Brr, Brr. Ich finde, es war sehr getreu dem Original. Brr, Brr. Prehistoric Planet heißt es, genau. Und ich glaube, es ist von den Machern von Planet Earth. Vielleicht gab es noch damals keine Farben. Stimmt, da waren noch Farbfernsehen noch nicht erfunden. Es war sowieso alles schwarz-weiß damals. Wenn ihr euch manchmal dumm fühlt, weil ihr irgendwas vergessen habt oder nicht wisst, oder jemand sagt, ihr seid dumm, bitte vergesst nicht, dass es wirklich da draußen Leute gibt, die denken, die Welt war schwarz-weiß vor Farbfernsehen. Das ist keine Vermutung von mir, sondern einfach statistisch logisch, dass es solche Menschen geben muss, die das geglaubt haben oder immer noch glauben. Ich war dabei, als sie umgestellt haben. Wow. Und wie war es so, als sie das Rad erfunden haben? Standest du auch in der Schlange und wurdest gegen was wurde man geimpft, als man sich so in die Schlange stellen musste? Was war diese Zwangsimpfung? Spanische Grippe? Keine Ahnung. War das cool damals? Wie hat man sich so in der Nachbarschaft, wie hat es sich so Nachbarschaft rumgesprochen, als Feuer erfunden wurde? Statistisch. Statistisch. Sadistisch, statistisch. Ich finde es lustig, dass ich da unten den Schillerpin dargestellt habe, aber bei den Shiny Hunts wirkt der Schillerpin nicht. Oder existiert nicht. Sagen wir nur ein Symbol, da war Platz. Rectotio. Rectotio, vielen Dank wieder mal für dein Tier 3. Tier 3 ist einfach nur, ich möchte es nochmal betonen, abnormal. Weswegen du auch einen fetten Diamanten vor deinem Namen hast, um die Abnormalität zu veranschaulichen. Vielen, vielen Dank für dein Tier 3 von 34 Monaten. Ich hoffe, es geht dir grandios. Und hast den Mittwoch, den du verdienst, würde ich mal sagen. Noch nie die T3 Emotes genutzt, aber die anderen sind immer noch die besten auf Twitch. Was sind die T3 Emotes eigentlich? Es müssen halt, ich finde immer T3, ich meine, ich habe schon ewig meine Emotes. Ich könnte ja doppelt so viele Emotes, glaube ich, haben mit den ganzen animierten und so, die man haben kann. Aber ihr seid jetzt nicht die größten Emote-Benutzer und ich habe ja echt viele Emotes. Und ich mag meine Emotes, die sind alle super gemacht. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt für Emotes, könnt ihr das immer sagen.
Ich habe eigentlich so gut wie jede Emotion, die existiert, glaube ich. Pistole lässt Twitch eh nicht zu. Na, da muss man einfach Glück haben. Ich will dich als Chibi. Nein. Ich habe genug. Außerdem bist du nicht mal Sub. ich habe genug meine Gesichter als Emote. Wieso? Warum, was, in welcher Situation würdest du mich als Chibi-Version abbilden? Oder dich im Pokémon Onesie. Ich find's schön, wie du Onesie geschrieben hast. Wir sind hier nicht bei SpongeBob. Wir sind nicht bei Wambo Wambo Number 5. Wir sind bei Onesie. Weißt du, warum Onesie Onesie heißt? Weil das aus einem Teil gemacht ist. Onesie. Einsie. Ja, schau, so viele Emotes. Schau mal, auf dem einen sehe ich sogar voll chibi aus. Auf dem zweiten sehe ich voll chibi aus. Und. Buff, Leos Buff. Das habe ich Buff genannt. Ich meine, ich war Buff. Ich war wirklich Buff. Das ist meine Buff-Emotion, Mimik. Beim zweiten Versuch kommt sofort ein weibliches Molung. Moment, hast du wirklich ein... Du hast aber ein normales weibliches Molung, nicht shiny. Oder hast du gerade ein shiny weibliches Molung gefunden? Ein Flockenditto? Was ist denn ein Flockenditto? Ach, Glocken. Die Glocken sind schon geil. Die Glocken sind schon geil. Robalbo, dankeschön für deinen allerersten Sub hier. Habe ich dich gekriegt? jetzt darfst du mitreden. Welches Emote hättest du denn gerne? Chibi? Nein. So, wo ist mein Chibi? Ich habe nicht gesagt, dass du ein Chibi kriegst. Ich habe nur gesagt, du kannst nicht mitreden. Rein in die Falle. Und das nur wegen Rektuktio. Dankeschön. Dankeschön für den Sub. Ich hab sogar hier, wie heißt es? Smalllord. Ich liebe das Smalllord. Oder Neuzeit. Vape-Ditto. Gott, ich finde diese Vapes so schlimm. Wie kann es erlaubt sein, dass man so einfach Batterien rauchen kann? Mich stört noch nicht mal, dass die Leute sich umbringen. Das ist mir recht. Die sollen sich alle umbringen. Ist vollkommen nice. Mich stört, dass einfach ein so ein Ding eine Batterie ist, die dann einfach weggeschmissen wird. Wie kann sowas existieren, dass du einfach eine Batterie rauchst, die Leute dann einfach auf die Straße und in den normalen Müll reinschmeißen? Wie? Warum habe ich Papierstrohhalme und Deckel, die man nicht abschrauben kann, aber Leute können einfach an Batterien nuckeln und die in den Hausmüll schmeißen? Wie kann das eine und das andere existieren? Ich verstehe es nicht. Aber ich beschwere mich nicht. In dem kleinen Dörfchen, in dem ich jetzt lebe, existiert ein fetter Vape-Laden. Ich gehe so vorbei an so schönen kleinen Fischerständen, die ihre Fische verkaufen. Und da ist ein kleiner Coffeeshop mit lecker Kaffee. Eins weiter, so ein hypermoderner Vape-Laden. Wo einfach stapelhoch Vapes verkauft werden. Und ich so. Du verkaufst einfach Batterien mit Geschmack. Aber ich muss an meinem Strohhalm nuckeln, der sich auflöst. Aha. Warum hat Pummel eigentlich diesen komischen Meme-Blick? Genau deswegen habe ich es aufs Thumbnail gepackt. Ich war echt wieder so, okay, welches Pokémon kommt diesmal aufs Thumbnail?
Man könnte Quaffaff nehmen, weil Quaffaff besonders ist. Dann habe ich zuerst Vivillons probiert. Das japanische Vivillon, weil es besonders ist. Das amerikanische. Und dann, ich könnte wieder die mystischen draufpacken, so wie jedes Mal, aber das wäre ein bisschen Clickbait, weil ich die mystischen nicht mal wirklich erwähne in dem Video, weil sie unmöglich sind zu kriegen und so. Und dann habe ich dieses Pummel gesehen und dachte mir, oh, wie es in die Kamera reinlunzt. Und dann ist Pummel auch noch, in dem Gen 6 Video geht es darum, dass ich 3 Konsolen kaufen musste, um alle Vivillons mir zu holen. Also warum soll ich das geile Pummel mit diesem Blick nicht aufs Thumbnail draufpacken? Lebst du noch im selben Land? Ja, ich lebe in Irland. Deswegen auf Pod-System umsteigen. Leute, die lassen sich wenigstens aufladen. Ja, ich meine, wenn du vapen willst, dann kauf dir so einen fetten Vapor. Da füllst du Flüssigkeit rein und das Ding ist so viel stärker, so viel besser. Du kannst machen damit, was du willst. Aber es ist halt... Ich verstehe schon, warum die Leute einfach... Ich sag ja nicht mal, dass die Leute dumm sind. Dass Leute dumm sind, ist, glaube ich, klar. Ich frag mich, wie... Europa, die EU oder was auch immer es erlauben können, dass du einfach so kleine Batterien kaufst. Das ist für mich unerklärlich. Ich verstehe nämlich, du gehst da rein, hast so ein Ding, zahlst nicht viel Geld, nuckelst da dran, 2 Wochen später ist es leer, wegschmeißen, easy. Und du hast immer das Gefühl, dass du bist ja kein richtiger Raucher. Du bist ja kein Raucher. Wenn du so eine fette Vape-Maschine kaufst, dann bist du wieder Raucher. Weil dann hast du dir so ein Ding extra gekauft. Und es ist fett und groß. Und aktiv und hat 30 Volt. Oder 300, ich weiß nicht, wie viel ist. Und mit Starkstrom betrieben. Aber wenn du so ein kleines Ding immer mal wieder kaufst, dann bist du kein Raucher. Und darauf zielen die ja ab. Das ist ja super smart von denen. Du fühlst dich ja nicht als Raucher, wenn du so einen kleinen Vape in der Hand hast. Das ist ja einfach nur eine kleine Batterie, an der du nuckelst. Deswegen ist es ja so gefährlich. Er erinnert mich an den Film Idiocracy. Schlechter Film, muss ich sagen. Aber es ist ein guter Film. Also, wie soll ich das sagen? An sich ist es einfach nur ein dummer Film. So ein typischer 90er Jahre oder ist, glaube ich, von 2005 oder so. So eine dumme Komödie, die heutzutage nicht mal mehr gemacht werden, weil sie... glaube ich, bei der Menschheit nicht mehr ankommen würden. So dumme Komödien. Es ist so dieser Anchorman-Humor, wobei Anchorman halt wirklich noch 1000-mal besser ist als Idiocracy. Aber Idiocracy ist halt einfach so beliebt, weil es diese Dummheit von Menschen so auf die Spitze treibt, dass man halt wirklich sagen kann, ich kann's sehen. Deswegen, ich mag den Film. Aber ich finde, neutral gesehen ist es echt so ein typischer... Wenn die Botschaft nicht so gut wäre von dem Film oder so nachvollziehbar wäre, wäre der Film komplett unterm Radar und keiner hätte den Film damals angeschaut. Weil an sich ist es nur eine dumme Komödie, wie so viele es gibt aus der Zeit. Die Zukunft der Menschheit liegt in der Dummheit. Ich finde allein die ersten 5 Minuten von dem Film sind großartig. Rauchen ist für Jugendliche zu uncool geworden. Deswegen jetzt Nikotin mit Mango-Geschmack. Ist halt echt so, ne? Ich auch so Neffe, Cousine, Neffe, Nichte und sowas. Alle noch nie geraucht und sowas. Also Rauchen ist, glaube ich, wirklich bei der Jugend allgemein uncool. Besser ist es. Weil ich glaube, Zigaretten sind immer noch schlimmer. Und auch ekliger. Für die Umwelt vielleicht besser. Weiß ich nicht. Ich glaube, Zigaretten sind für die Umwelt nicht so schlimm. Die Buds und sowas, was übrig bleibt, ist jetzt vielleicht nicht das Beste. Aber eine Batterie ist, glaube ich, schlimmer. Aber das ist halt diese, ich will nicht sagen heuchlerisch, aber so diese Jugendlichen, die halt Rauchen uncool finden, aber dann ihre kleine Batterie zum Nuckeln haben. Ist halt schon irgendwie so...
Welcher Film? Idiocracy. Sollte jeder mal gesehen haben. Idiocracy ist ein wirklich interessanter Film. Es ist eine komplette übertriebene, wirklich sehr übertriebene Komödie, wo es darum geht, dass jemand aus Versehen in die Zukunft reist. Und zwar, ich weiß nicht wie weit, 1000 Jahre. Und die Welt ist so dumm, also jeder ist so dumm, dass er aus der heutigen Welt, also er in der heutigen Welt ist kein intelligenter Mensch, aber er reist in die Zukunft und die Menschheit ist so dumm geworden in 1000 Jahren, dass er quasi das Genie ist. Obwohl er in unserer Welt ein Standard, keine Ahnung, Typ war, der, keine Ahnung, bei Aldi gearbeitet hat und keine Ausbildung hat. Aber dort ist er einfach ein Genie. Und die Botschaft ist hier und da gut, aber ich finde ihn oft zu übertrieben. Wie zum Beispiel lebt die Menschheit dort nicht mehr, die haben Wasser verloren. Die haben so viel Müll produziert, dass sie kein Wasser mehr haben. Und alles, was die trinken, ist Energy Drinks. So, und da hört es bei mir auf, weil die Menschheit könnte nicht überleben auf Energy Drinks, glaube ich. Nicht 1000 Jahre. Also so übertrieben ist der Film, dass es kein Wasser mehr gibt und die Menschheit lebt von Energy Drinks. Das heißt, die Botschaft ist schon richtig, aber ich finde, sie ist alles zu übertrieben, sodass es wieder zu lächerlich ist. Aber er ist trotzdem gut. Also es gibt sehr viele Teile an dem Film. Das wäre jetzt der übertriebene Teil, aber es gibt sehr viele Stellen im Film, wo man sagt, fuck, das wird halt wirklich so sein. Und vor allem der Anfang. Die ersten 15 Minuten sind wirklich so, oh ja, es ist halt echt so. Die Felder werden mit Energy gewässert. Ja, genau, die Felder werden einfach mit so grünem, wie so Futurama, dieser grüne Schleim von den Schnecken. Dieser Energy Drink. Slurp, Slurp. So sieht es da aus. Wasser gab es nur in der Toilette. Ah, war das so? Dass die Menschheit, ich glaube, stimmt, es gab noch Wasser, aber die Menschheit ist so dumm, dass sie denken, Energy Drinks sind besser für dich als Wasser und Wasser wird nur noch für die Toilette benutzt. So war es. Es gibt noch Wasser. H20 nur im Klo. Der Film ist echt nicht schlecht, aber ja. Ich finde, er ist nicht so gut, wie die Leute ausmachen. Scouty, wenn du nicht gesehen hast, guck ihn dir an. Idiocracy. Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt. Vielleicht auch Idiocracy. Also ich vermute, dass dieser Film verdeutscht wurde, eingedeutscht wurde. Aber bereite dich auf es ist wirklich so ein dummer Humor wie Anchorman oder halt die nackte, nicht die nackte Kanone, sondern so Scary Movie, dummer Humor. Aber mit sehr viel, das könnte wirklich passieren. Klar gibt's den auf Deutsch, aber heißt der auf Deutsch wirklich Idiocracy? Weil früher vor allem, inzwischen nicht mehr so sehr, aber früher wurden Filme oft haben einen neuen Titel bekommen, weil der englische Titel nicht, das Englisch war nicht leicht genug. Ne. Home Alone heißt Kevin allein zu Hause. Anstatt Home Alone. Oder allein zu Hause. Echter heißt auch Idiocracy. Das ist nicht der einfachste Name. Idiocracy. Das ist übrigens abgeleitet von Democracy. Den gibt's auf Disney Plus, der typische Disney Plus Film. Und hier, meine Kinder, seht ihr, wie die Menschheit in 1000 Jahren aussehen wird. Typischer Familienfilm. Ah, Disney Plus ist ja das nicht. Ja. Ich denke bei Disney Plus immer daran, oh ja, Disney-Filme. In Wirklichkeit gibt es ja so viele Sachen inzwischen, die nichts mit Kindern und Disney zu tun haben. Was
So, wo sind wir? 4063. Oh mein Gott, wir sind gleich wirklich bei Half Odds. 4096. Da müssen wir hin. Bei uns in der Schweiz sind sie nur noch am Diskutieren, ob sie Werbung für Süßes verbieten sollen. Zucker ist sehr schlimm. Sagte ich, während ich Dr. Pepper immer noch trinke. Es ist immer noch nicht leer. Es ist unendlich. Der Genuss ist unendlich. Dr. Pepper, jetzt kaufen in ihrem nächstgelegenen Einkaufsladen. Disney hat Tokyo Revengers kaputt gemacht. Da gibt es ein paar Animes. Warum haben die das wie die. Warte mal, Tokyo Revengers, das ist nicht der Anime. Das ist irgendwas anderes. Hat Disney. Reden wir vom Anime? Der Anime. Hat Disney Plus diesen Anime gemacht? Der war auf Crunchyroll und ist dann auf Disney Plus gewechselt. Ja, aber das muss ja nicht heißen, also Disney Plus ist ja nicht schuld daran, dass der Anime schlecht wird. Außer Disney Plus macht den Anime. Aber das glaube ich nicht, oder? Weil Tokyo Revengers ist doch aus Japan und ich glaube nicht, dass Disney Plus Tokyo Revengers gemacht hat. Also es kann sein, es gibt auch Netflix-Animes inzwischen. Nein, aber dieser Umschwung hat halt die Community in Deutschland ein bisschen gecrashed. Echt? Aber warum sollte der Anime schlechter oder besser sein, nur weil er auf einer anderen Streaming-Plattform läuft? Waren die Leute dann echt so, auf Disney ist das doof. Crunchyroll ist wenigstens noch cool. Indie, independent. Disney Plus stinkt. Ja, kann sein. Das ist dann so ein Beigeschmack. Er hat halt an Aufmerksamkeit verloren. Ah, okay. Trotzdem muss der Anime deswegen ja nicht schlecht sein. Etwas verbieten hat bis jetzt noch nie funktioniert. Der Witz bei Zucker ist halt eher, glaube ich, dass es ist halt wirklich. Ich meine, wir können ja alle eingestehen, dass Zigaretten vor 30 Jahren gab es noch Werbung. Ich habe noch Werbung für Camel in Kinos gesehen. Das wurde verboten. Und es gibt genug Länder, wo Zigarettenwerbung komplett verboten ist. In Deutschland gibt es ja immer noch Zigarettenplakatwerbung. Was eigentlich insane ist. Das gibt's hier nicht. Hier siehst du nirgendwo irgendwas über Zigaretten, außer du fragst danach in einem Kiosk und dann greifen sie unter die Theke und verkaufen dir welche. Aber du darfst nirgendwo Zigaretten abbilden. Außer Vapes mit Batterien. Deswegen, und würdest du sagen, Leute rauchen jetzt deswegen mehr? Nö. Also es kommt halt, glaube ich, drauf an, wie du es vermarktest. Du darfst immer noch Zucker kaufen, du darfst immer noch Zucker konsumieren, du darfst immer noch Colas kaufen ohne Ende. Aber vielleicht solltest du die ohne Zuckerprodukte bewerben und du darfst nicht mehr Produkte bewerben, die mehr als 30% Zucker enthalten oder sowas. Keine Ahnung. So wie du keine Werbung für Zigaretten machen darfst. Deswegen können Leute immer noch Zigaretten kaufen. Aber ich glaube, es hat extrem den Verkauf von Zigaretten reduziert. Und genauso können die Unternehmen, die Produkte herstellen, wie Cola und so weiter, ihre Produkte ohne Zucker oder irgendwelche mehr Bio-Produkte immer noch vermarkten und ihr Geld dadurch verdienen. Deswegen jetzt so spontan drüber nachgedacht, was ich glaube nicht, dass das negativ wäre, wenn man einfach sagt, ein gewisser Prozentanteil an Zucker darf hergestellt werden, aber du darfst es nicht mehr vermarkten. Du darfst keine Werbung mehr machen zu Produkten, die mehr als 30% Zucker enthalten, 10%, 20%, keine Ahnung, was viel ist. Und dann läuft halt im Fernsehen für Kinder keine
keine Haribo-Werbung mehr, sondern die Haribo-Werbung für das zuckerfreie Haribo aus glutenfrei, tierproduktfreies Haribo, was gleichzeitig für die Umwelt besser ist und keinen Tieren schadet. Und dann wollen die Kinder nicht mehr das Haribo, das eklig Zucker ist, sondern dann wollen die von den Eltern das Haribo, das besser ist. Ich meine, du verbietest es ja nicht. Du sorgst nur dafür, dass es, dass die Werbung anders kommuniziert. Ich sehe nicht, was daran negativ sein könnte. Aber ja, verbieten würde dafür sorgen, dass Leute es noch mehr wollen. Ja, auf Plakaten gibt es das auch schon lange nicht mehr für Zigaretten. Ich war doch erst in München und da immer in der sitzt in der S-Bahn und gehst an. Doch, natürlich, ich saß in München in der S-Bahn zum Flughafen und meine S-Bahn hält an einem L&M-Plakat. Goloas, L&M. Natürlich. Und dann sitzen sie da. Ich glaube, es dürfen keine Zigaretten abgebildet werden, wie sie geraucht werden. Aber es ist dieses typische Parfum-Werbung. So, wie kommunizierst du etwas, ohne es darzustellen? Und dann ist es einfach eine coole Gruppe an Leuten, die an einem Strand sitzen oder im Moment sitzen, irgendwo cool an der Straßenecke sitzen und du schreibst drüber, genieß den Moment. Und dann zeigst du eine Packung L&M. Hast du mal geraucht? Ich bin starker Raucher. Und ich werde immer Raucher sein. Weil sobald du einmal rauchst, wirst du nie wieder davon wegkommen. Ich rauche hier in Irland nicht, weil es nicht... Du kannst sie nicht leisten. Eine Zigarettenschachtel kostet hier 18 Euro. 17 Euro, 18 Euro. Deswegen rauche ich hier nicht. Aber sobald ich die Gelegenheit habe und im Ausland bin, rauche ich sofort und nehme das quasi als Entschuldigung zu rauchen. Und es vergeht kein Tag, wo ich nicht gerne rauchen würde. Und ich habe schon 2 Jahre nicht geraucht. Und in diesen 2 Jahren habe ich jeden Tag mir gewünscht, dass ich rauchen würde. Deswegen, ich bin für immer süchtig nach Zigaretten. Aber ich kann ohne Probleme hier nicht rauchen. Das ist ja echt krass, dass du es so durchziehst. Ich ziehe das voll durch, ey. Ich ziehe das nicht durch mit dem Nichtrauchen, ja. Also... Wenn ich jetzt hier weggehe und ich sehe jemanden, von den ich kenne, und die Person hat Zigaretten, ich bin der Erste, der mit ausgestreckter Hand hingeht und sagt, bitte, 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 gib mir eine. Aber ich sehe es nicht ein, für 18 Euro eine Schachtel zu kaufen hier. Und ehrlich gesagt, so hoch sollte der Preis überall sein. Weil so viele Leute hören auf zu rauchen, wenn es so teuer ist. Endlich das neue Leo-Video gucken. JJ, sag mir, wie es ist danach. Apropos, weil du sagst, neues Video. Der liebe FastGuy hat unter das Video auf Patreon geschrieben, dass da ein Schnittfehler drin ist. Dann war ich total verwirrt, weil ich habe meine Datei angeschaut. Alles normal, kein Problem. Und dann gucke ich das Video auf Patreon an. Und dann ist da tatsächlich bei der Sigard-Stelle ist einfach ein Schnittfehler. Da bleibt das Bild einfach stehen. Also das Bild freest für 1 Sekunde. Das heißt, beim Upload hat Patreon einfach einen Fehler gemacht. Und das kann ich... Ich gucke grob die Datei durch, die ich render. Aber ich kann nicht nochmal eine Stunde kontrollieren. Und dann nochmal eine Stunde kontrollieren auf Patreon. Und dann nochmal eine Stunde kontrollieren auf YouTube. Deswegen, wenn ihr irgendwas Komisches im Video seht, wo ihr denkt, das kann nicht so sein, das kann nicht so geschnitten sein, das muss ein Fehler sein, sagt es mir gerne, weil ich kann das Video nicht zum 8. Mal anschauen. Es ist 1 Stunde lang. Aber das passiert sehr selten. Wenn sowas passiert, dann ist es zum Beispiel, dass während dem Rendern mein PC irgendwie gerade 100% CPU-Lastung woanders bekommt. Deswegen, während mein PC rendert, fasse ich eigentlich nichts an. Und er rendert einfach nur das Programm ist offen und sowas. Aber irgendwo kann da immer ein Fehler passieren. Aber dass die Website, auf der ich es hochlade, auf einmal sagt, ich lasse da 1 Sekunde lang das Bild stehen, das ist mir noch nie passiert. Deswegen, ich habe auf Patreon das Video nochmal hochgeladen jetzt, ohne den Fehler. Es war winzig, es hat nichts am Video geändert. Das heißt, du, JJ,
solltest du jetzt das Video komplett ohne Fehler sehen. Außer es hat es jetzt wieder irgendwo an einer anderen Stelle einen Fehler gemacht. Hab's noch nicht gesehen, aber ich sag schon mal, war okay, aber kannst du besser. Endlich mal ehrliche Kritik. Auf Malta 5,50 die Packung. Schau, wenn ich da leben würde, ich wäre schon tot. Der komische Typ in deinen Videos kann nur weggelassen werden, der stört nur. Hey, zum Glück habe ich diesmal den komischen Typen so gut wie weggelassen. Im Gen 6 Video wirst du meine Fresse so wenig wie noch nie sehen. Würdest du rauchen im Stream? Nö. Ich habe ja ein Jahr lang in Deutschland gelebt, als ich gestreamt habe. Und da habe ich gerade wenig geraucht in dem Jahr. Aber es gab immer wieder Phasen, wo ich geraucht habe. Und da habe ich einfach gesagt, Leute, ich muss kurz auf die Toilette. Und dann war ich 5 Minuten weg. Und war auf dem Balkon. Vor allem ich habe dann meine 36 Stunden, 24 Stunden Streams dafür genutzt, um zu sagen, ja, in der Zeit brauche ich das, um meine Nerven zu beruhigen. Da bin ich rausgegangen und habe alle 2 Stunden eine geraucht oder so. Aber ich habe es nicht gesagt, dass ich es mache. Und ich habe es erst recht nicht gezeigt, dass ich es mache. Ich glaube, es gibt fast, also es ist ein gewisser Vibe, im Stream zu rauchen. Ich kann das auch irgendwie verstehen. Es gibt halt Streamer, die einfach mit ihren Zuschauern chillen. Ich meine, das machen wir hier auch. Ja, und dann verstehe ich auch, dass man sagt, ja, man möchte das nicht unterdrücken, was man normal machen würde, wenn man einfach mit seinen Freunden zusammen chillt. Und es ist so ein Vibe, aber es wäre sehr dumm zu machen. Mal davon abgesehen, dass es ein super schlechtes Vorbild natürlich ist. Es wäre auch dumm zu machen, weil ich habe das Gefühl, jeder, der nicht raucht, kennt den Geruch von Zigaretten und hasst ihn. Also als Nichtraucher, es gibt, glaube ich, sehr wenig Leute, die nicht rauchen und sagen, oh, aber ich stehe gerne neben einem Raucher, es riecht so gut. Und ich glaube, wenn du einen Stream siehst, wo jemand die ganze Zeit am Rauchen ist, wärst du, auch wenn du es nicht riechen kannst, du wärst abgeneigt von diesem Stream. Aber Leute, die rauchen, das ist genau wie mit Metal. Ich würde es mit Metal vergleichen. Die Leute, die rauchen, die sind gleich so, oh, hier ist es chillig, Mann. Hier hat man richtig so den Vibe, okay, man chillt zusammen, man raucht einmal alle 10 Minuten. Also es kriegt halt gleich so ein, so wie Monte auch in seinem Stream immer geraucht hat. Es ist halt einfach dieser Vibe, man chillt zusammen. Genauso, ich würde es mit Metal vergleichen. Ich würde niemandem... Wenn du anfängst zu streamen, würde ich niemandem empfehlen, im Hintergrund Metal laufen zu lassen. Wenn man jetzt auf Erfolg aus ist. Weil es einfach dafür sorgt, dass die Leute, die nicht Metal mögen, rausgehen. Auf der anderen Seite, wenn du halt sehr spitz gehst auf eine Zielgruppe, sorgt es dafür, dass die Leute, die Metal mögen, bleiben erst recht da. Oder bleiben eher da, weil sie sagen, nice, wir haben was gemeinsam. Aber auf die Masse gesehen sind es halt um einiges weniger Leute. Tabak riecht schon geil, aber nur so lange, bis er ihn anzündet. Ja, halt echt. Itachi, hallo. Hallo, Verox. Ich habe Muskelkater und du lässt mich stehen. Ich kann nicht mal gerade stehen. Oh. Ich hasse es, hinter einem Raucher herzulaufen. Oh, wenn irgendjemand 3 Autos weiter raucht und ich habe im Auto das Fenster offen und ich rieche das, bin ich so... Aber auch, es riecht eklig, aber ich will halt den Kick. Nein. Welche Stelle war das? Das habe ich überprüft. Die Stelle ist nicht mehr abgefuckt. Nee, bei Sigard. Die Stelle, wo Linkin Park kommt, da ist das Bild einfach stehen geblieben. Ich dachte zuerst so, im Moment hat Patreon einfach das Linkin Park-Lied erkannt und sich gedacht, nein, das zensieren wir. Aber nee, es war einfach zufällig an der Stelle, hat Patreon sich gedacht, lade ich mal nicht weiter. Bei Beast. Ich habe in den 90ern immer so richtig Schädel in so verrauchten Buden bekommen. Ey, ich habe noch im Kino geraucht damals. Nicht im Kino, aber im Foyer vom Kino durfte man bei uns rauchen. Dann wurde Rauchen in Bars verboten.
Ja, und am Anfang waren wir alle so eine Kacke, ey. So eine widerliche Kacke. Jetzt riechen wir nur den Schweiß. Und es ist halt auch echt so. Man riecht Schweiß um einiges mehr seitdem. Weil Leute halt einfach oft stinken. Und dann bist du in so einem verstickten Club und du riechst halt keinen Rauch mehr, was du davor immer gerochen hast. Aber du riechst halt die Menschen. Aber im Nachhinein, es ist inzwischen so normal. Und daran sieht man auch, wie so Veränderungen in der Gesellschaft komplett angenommen werden können. Ohne Probleme. Ich glaube, es gibt niemanden. Es gibt noch so Betrunkene, die sich auf einmal eine anzünden im Club oder sowas, natürlich. Oder in einer Bar und dann so, ey, geh raus. Aber ich glaube, jeder hat es inzwischen akzeptiert und so gut wie jeder, selbst krasse Raucher, vielleicht nicht die krassesten, sehen ein, dass es um einiges angenehmer ist, wenn man einfach rausgeht. Vor allem wird es dann mehr so zu einer Zelebrierung wieder. Man geht zusammen raus, man trennt die Gruppe von den Coolen und den Uncoolen. Welche Seite dürft ihr euch aussuchen? Rauchen im Flugzeug kannst du dich erinnern? Okay, das kann ich mich nicht dran erinnern. Das ist, glaube ich, nicht meine Generation. Corelei ist nur zu 25% männlich. Aber es ist Gen 7, da bin ich noch nicht. Ah, da müssen wir wohl ein Eneco benutzen. Schambolzen. Wenn man ein Restaurant besucht und die haben einen Freisitz, meinst du damit, man kann draußen sitzen? Kann dort ja auch geraucht werden, weil man die anderen nicht so krass belästigt. Ja, da gibt es so die, da bin ich immer so extrem. Da bin ich zu nett. Ich weiß, klingt immer blöd, wenn man sagt, man ist zu nett. Aber da geht es um mein eigenes... Quasi, wenn wir draußen sind, draußen essen... Und ich will eine rauchen, dann gucke ich mich immer um, ob zumindest die Tische nebenan, so zwei Tische weiter, drei Tische weiter, ist mir egal. Also zumindest die Tische um mich rum, dass sie gerade nichts zu essen haben. Wenn die was zu essen haben oder da sind Babys am Tisch, rauche ich keine. Auch wenn ich dürfte, weil ich draußen bin an dem Tisch. Aber du willst doch auch nicht, wenn du nicht Raucher bist oder hast ein Baby oder hast gerade Essen gekriegt, willst du doch nicht, dass jemand wirklich buchstäblich einen Meter neben dir raucht. Aber da auch wieder, die meisten Leute, denen ist es kackegal, die sagen sich, aber ich bin draußen, ich darf rauchen. Ja, aber ist es nicht ein bisschen also? Da kann man doch ein bisschen irgendwie nicht egoistisch sein und sich denken. Und dann bin ich mit Freunden da und dann sage ich, komm, warte halt wenigstens, bis die nebendran mit dem Baby fertig sind und weg sind. Sagt er, nö, ich bin draußen, ich darf rauchen. Okay. Okay, Arschloch, ist okay. Mach halt. Aber manchmal wünschte ich mir, dass ich darauf scheißen würde, weil ich denke mir so, es kann mir auch irgendwie egal sein, aber ich hasse es, dass ich so nett bin. Nee. Fail, dankeschön für 100 Bits, dankeschön. Itachi, dankeschön, dass du 6 Monate subscribed hast, dankeschön. Die Bahn hat für die Bahnsteige magische Farbe erfunden. Damit werden Klatschkästchen aufgemalt und diese werden als Raucherzone erklärt. Habe ich erst letztens benutzt, vor 2 Wochen, als ich am Bahnhof warten musste auf den Zug. Da mache ich das ohne Probleme, kein Problem. Denn auf einem Bahnsteig kannst du weggehen. Wenn der Bereich sagt, Raucherbereich, und ich stehe in dem Bereich, dann rauche ich. Wenn dich das stört als Nichtraucher, kannst du 10, 20 Meter einfach weitergehen. Ja, aber ich will in das Abteil hier einsteigen. Ja. Weißt du, aber in einem Restaurant, du kannst nicht einfach sagen, okay, ich beende jetzt mein Essen und gehe weg. Oder ich nehme einen anderen Tisch. Du bist gefangen in einem Restaurant an der Stelle. Aber auf einem Bahnsteig ist ein Raucherbereich, dann sei halt nicht neben dem Raucherbereich. Ich fange immer an unserem Tisch, die nicht rauche, ob es für sie okay ist. Ja, das ist sowieso klar. Und du fängst niemals an zu rauchen, bevor nicht jeder aufgegessen hat. Das ist Standard. Das sollte man noch nicht mal irgendwie nachfragen müssen.
Happy, du bist ein Solgaleo. Anne, du bist eine Sanaconda. Und Adri, du bist eine Quabbel. Quabbel, 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 Quabbel. Mich juckt das nicht, ich bin auch eh ehemaliger Raucher, habe aber keinen Geruchssinn mehr. Raucht so viel, ihr wollt mich, stört es nicht. Nee, ich sag nur. Es kommt irgendwie auf die Situation drauf an. Wenn du weggehen kannst, warum soll ich dann nicht rauchen? Wenn du gefangen bist, natürlich setze ich dich nicht, also dann natürlich setze ich dich nicht aus diesem Gestank. Ich gehe sogar so weit und da ist es, glaube ich, dann, wo ich ein bisschen... Aber keine Ahnung, es ist halt so ein bisschen so ein Entgegenkommen, finde ich. Wenn ich eine Zigarette habe, und wie gesagt, ich bin nicht wirklich Raucher. Ich rauche nur, wenn ich in Deutschland bin oder in Urlaub bin als Genussding. Aber trotzdem bin ich süchtig wie Sau. Wenn ich auf den Bürgersteig gehe und jemand kommt mir entgegen, gehe ich zum Beispiel sicher, dass ich nicht in dem Moment gerade meinen Rauch auspuste. Oder es passiert einem so oft leider, aus Versehen, so, keine Ahnung, du gehst so und neben dir ist niemand, du nimmst einen fetten Zug und du pustest einfach neben dich und in dem Moment kommt ein Radfahrer und geht voll durch deine Wolke durch und denkst so, fuck, es tut mir leid. Und der so, aber ich kann nicht, ich habe keinen Rückspiegel, ich kann nicht sehen, wenn du angedüst kommst und dann, aber wenn ich weiß, da ist jemand, da kommt jemand, dann versuche ich in dem Moment tatsächlich nicht den Rauch irgendwie in deren Laufbahn reinzupusten. Oder, was meistens eher der Fall ist, wenn einem eine Familie mit Kinderwagen oder einem Kind vorbeikommt, weil du gehst halt und ich bin so groß, dass meine Hand mit der Zigarette auf der Höhe ist von dem Kindergesicht. Das Kindergesicht. Und dann wechsle ich, nicht, dass ich die Straßenseite wechsle, aber ich versuche die Hand zu wechseln und so weit die Zigarette wegzuhalten von der Laufbahn von dem Kind. Keine Ahnung, ich denke da in dem Moment so krass darüber nach, auch wenn es kaum Unterschied macht. Aber ich denke mir halt so, ich bin sowieso der Asso, der hier rumläuft mit Zigarette. Ich bin sowieso der Idiot, der dieser Sucht verfallen ist. Und dann muss ich es nicht auch noch dieser Familie für einen Bruchteil einer Sekunde schwerer machen. Aber eigentlich nervt mich das auch, dass ich da nicht irgendwie... Es ist nett und ich erzähle es nicht, mich stört es fast eher, dass ich nicht einfach sagen kann, fuck it, Mann, lass mich doch mein Leben einfach leben. Weil im Grunde denken die meisten Leute so und es ist auch ihr Recht, irgendwie so zu denken, weil, mein Gott, die Welt geht nicht unter, wenn ein Kind kurz durch eine Rauchwolke läuft. Da ist der ganze die Verkehrsabgase sind zehnmal schlimmer. Wo ich immer dran denken muss, wenn Familien oder wenn halt ein Vater mit seiner Tochter Fahrrad fährt, aber die Tochter ist nicht auf so einem Sitz am Rücken, sondern in diesen Bollerwegen, wie sagt man, diesen kleinen Wegen, die hinterm Fahrrad so krass abgehen. Mit dieser kleinen Fahne dran. Wenn sie überhaupt eine Fahne haben. Da denke ich mir auch, das Kind ist genau auf der Höhe von all den Autoauspuffen. Die Kinder da drin werden einfach durch die krassesten Abgase durchgezogen, durch den ganzen Verkehr. Aber wie willst du es groß anders machen? Vor allem, wenn du zwei Kinder hast. Die sitzen da drin, chillen, gute Luft. Die Kids dürfen den guten Shit schnüffeln. Ja. /4096. Da ist die Zahl, gerade so gesehen. Aber es war nicht shiny. So, wie lange muss ich jetzt stehen? Ich habe nicht auf Countdown gedrückt. Oh, zu lang. Es
So entstehen die Raucher, genau. So, ich wollte noch erzählen, ich habe gestern ein Video aufgenommen. Es ist aber kein wirklicher Content, von dem ich erwarte, dass er jetzt irgendwie viele Klicks bekommt oder sowas. Es ist eher ein mal rumprobieren. Und zwar, dass ich einfach, ich nehme normale Let's Plays auf. Also ich habe einen Kanal. Ich habe es noch nicht hochgeladen, ich habe es halt probiert hochzuladen, aber YouTube ist komischerweise, es ist so dumm gemacht. So, ich habe einen Leos Mind Account und unter diesem Leos Mind Account, unter meinem Google Account, mache ich verschiedene YouTube-Kanäle, die aber alle verknüpft sind mit dem Leos Mind Account. Und trotzdem, bei jedem YouTube-Kanal, den ich neu aufmache, muss ich mit Ausweis, Pass und Telefon und Videoübertragung beweisen, dass dieser Kanal echt ist. Warum? Ich habe jetzt 3 Kanäle, insgesamt wahrscheinlich schon 5 erstellt und wieder gelöscht und so, wo ich jedes Mal mein Passfoto hochladen muss, dann 2 Tage warten muss, bis sich das jemand angeschaut hat und gesagt hat, das ist ein echter Mensch. Und es ist basiert alles auf dem einem Account, der seit 5 Jahren Videos produziert. Ich denke mir so, warum? Warum ist das nicht verknüpft? Das ist doch verknüpft, hä? Naja, deswegen, ich muss warten, bis dieser Account wieder bestätigt ist. Weil wenn man keinen bestätigten Account hat, kann man keine Videos länger als 15 Minuten hochladen. Man kann keine Links unter den Videos machen. Das ist halt alles Spam-Schutz. Ich musste das nie machen. Ich meine, du musst es nicht machen, aber deine Videos sind halt dann eingeschränkt. Und wenn du regelmäßig Videos hochlädst, es wird das automatisch nach einer Zeit alles freigeschalten, weil dann YouTube automatisch merkt, ah, der lädt Videos hoch und der ist nicht einfach nur ein Bot-Spam-Account oder sowas. Aber wenn du halt sofort alle Funktionen freischalten möchtest, dann bestätigst du deine Identität. Deine Accounts sind auch alle über 11 Jahre alt. Warum hast du so viele Accounts? Und zwar habe ich gestern angefangen zu spielen Linda Cubed. Ich habe letztens schon davon erzählt. Es geht zurzeit auch ein bisschen ab auf YouTube, das Spiel, weil es jetzt vor kurzem eben eine englische Fan-Übersetzung bekommen hat. Linda Cubed, Linda hoch 3 auf Deutsch, ist ein PlayStation 1 Spiel von 1995 und ist quasi die Geschichte von der Arche Noah, nur auf Science Fiction und Anime gedrillt. Sehr crazy, sehr verrückt, sehr brutal. Zwischendrin sind immer so Anime-Sequenzen, die wirklich synchronisiert sind und gezeichnet sind wie ein Anime. Es ist halt alles so nicht mal 480p, deswegen ist es ordentlich pixelig. Aber das habe ich gestern angefangen, es sind 1,5 Stunden, die ich jetzt aufgenommen habe und ganz grob geschnitten habe, zumindest dass Pausen draußen sind oder krasse Versprecher habe ich rausgeschnitten. Und das lade ich einfach ohne viel Arbeit hoch und eben, wenn Leute Bock haben, das Spiel sich anzuschauen oder 1,5 Stunden meine Stimme hören wollen, ich versuche darauf zu achten, dass ich nicht laut bin, dass das Spiel nicht laut ist, einfach so, wie halt gerne Menschen das bei meinem Content machen, dass sie es im Hintergrund laufen lassen, weil sie es angenehm finden zu hören. Nur, ja, extra darauf zugeschnitten halt. Und das Spiel an sich ist auch noch sehr interessant, finde ich. Aber das Spiel, das Gameplay ist leider ein bisschen langweilig. Es ist so typisch RPG-mäßig. Du musst halt Arche Noah, ne, du bist auserkoren, dass du Tiere sammelst, männlich und weiblich. Nur halt auf nicht sehr happy, happy, schön Bibel. Ich weiß nicht, Bibel ist wahrscheinlich auch krank, aber es ist halt sehr Sci-Fi mit Waffen und muss die Tiere dann auch schlachten und verarbeiten und Ausrüstung daraus machen und sehr abgefuckte Themen hat das Spiel auch.
Mich interessiert vor allem, wie die Story halt weitergeht. Aber zwischendrin muss man krass grinden, um weiterzukommen. Und da musst du halt einfach sinnlose Kämpfe machen, die nach 3 Kämpfen ultra langweilig sind. Also das Gameplay von dem Kampfsystem ist sehr langweilig. Aber ich mag's. Und das habe ich gestern aufgezeichnet, die ersten 1,5 Stunden. Und immer wenn ich jetzt Zeit nachts habe, nehme ich einfach wieder 1 Stunde auf und lade es da hoch. Und man kann es anschauen, wenn man Bock hat. Aber es ist jetzt nichts, wo ich viel Arbeit reinstecke. Es ist halt, ich zock etwas, achte darauf, dass es chillig ist. Aber im Grunde sind es einfach Let's Plays. In dem Fall ist es ein Spiel, was gerade halt interessant ist, weil jetzt eben erst diese englische Übersetzung rauskam. Das war immer nur japanisch only. Und für Deutsch ist es vielleicht nochmal interessanter, weil es gibt es wirklich nur auf Englisch und ich übersetze es halt während ich... Deswegen ist es schon ein bisschen Arbeit, weil ich versuche... Ich spiele es auf Englisch natürlich, aber alles, was passiert, erkläre ich oder übersetze es sogar 1:1 auf Deutsch. Also es könnte interessant sein für ein paar Leute, die nur Deutsch können, aber trotzdem wissen wollen, was Linda Cubed ist. Aber es ist echt ein interessantes Prinzip. Aber selber spielen weiß ich nicht, da muss man sinnloses Grinden sehr mögen. Was ich mag. Ich werde es auf Discord posten, wenn ich es hochgeladen habe, was wahrscheinlich morgen ist. Aber ihr könnt es auch ganz einfach selber spielen. Einfach Linda Cubed Fan Translation eingeben. Oder auf YouTube all die Essays darüber schon anschauen, die Leute geschrieben haben. So bin ich drauf gekommen. Ich habe auf einmal ein krasses Thumbnail gesehen zu diesem Spiel und einen geilen Titel. Da dachte ich mir, was zum Teufel ist das? Und es wurde mir sehr schmackhaft gemacht, das Spiel. Und dann, wenn ich das irgendwie durch habe, das hat natürlich 3 Enden, das Spiel, und 3 Szenarien und dies und das, weiß ich nicht, ob ich das überhaupt Bock habe, fertig zu machen oder irgendwie, aber ich würde gerne auch 4 in Hunger spielen. Gibt es hier irgendjemanden, der das kranke Spiel 4 in Hunger gespielt hat? Ist auch schon seit einem Jahr oder so oder noch länger draußen. Es hat so vor einem halben, dreiviertel von einem Jahr einen krassen Hype gehabt, weil es wirklich ein ultra brutales, mystisches, abgefucktes RPG ist. Mit einer krassen, brutalen Stimmung. Aber es scheint auch sehr schwer zu sein. Und da schrecke ich dann immer ein bisschen vor zurück. Wenn es so... Ich will nicht frustriert sein beim Spiel. Aber ich will es auf jeden Fall... Ich habe es gekauft. Kostet gerade 6 Euro. Und es ist... Soll unfassbar gut sein. Wenn man so... Horrorspiele mag. Es ist halt nicht Horror. Es ist kein Freddy. Aber es ist... So, es geht unter die Haut. Die Stimmung mit der Musik und so. Die... Artworks von den Sprites. Ist, glaube ich, russisch. Aber es gibt's auch nur auf Englisch wieder. Bam, 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 bam. So, was sind wir? 1180. 1365 wollte ich. Das, glaube ich, schaffe ich nicht. Das Spiel im Spooktober, was ich spielen will, ist The Quarry. Und da das, schätze ich mal, ein relativ langes Spiel ist, weiß ich nicht, ob ich noch mehr schaffe. Ich meine, Fear and Hunger wäre auf jeden Fall ein krankes Horrorspiel für den Spooktober, aber ich weiß nicht, ob es gut für einen Stream ist, weil es ist sehr... Es ist halt so ein RPG, wo du hauptsächlich Texte liest die ganze Zeit. Und ich glaube, da habe ich keinen Bock drauf. Ansonsten weiß ich nicht. Irgendwas, also dieses eine, was wie Little Nightmares aussieht, das sieht zwar sau cool aus, aber ich habe keinen Bock, viel Geld auszugeben und die neuen Spiele werden entweder viel Geld kosten oder... Ich will, wenn ein neues Spiel rauskommt, dann soll es nicht mehr als 20 kosten. Und ich weiß nicht, wie viel dieses
Little Nightmares Spiel kosten wird. Hast du eigentlich mal Limbo gespielt? Klar, ich habe sogar Platin in Limbo. Was gar nicht so einfach ist. Dafür muss man das Spiel durchspielen und darf maximal zweimal sterben. Am Stück. Du darfst nicht das Spiel zwischendrin beenden. Ich habe den Nachfolger oder das Ähnliche danach nicht gespielt. Wie heißt das? Inside, Outside? Irgendwie war es heute gefühlt langsamer. Das kann eigentlich nicht sein. Ich habe es eigentlich ziemlich durchgehend hier geklickt. Wir haben bei 1000 bei Regi Drago angefangen. 30 Sekunden dauert ein Reset. 33. Am 26.09. habe ich Zelda zum Spielen. Warum ist das Zelda-Tag? Achso, da kommt das neue Zelda raus. Ernsthaft? Kommt da schon das neue Zelda raus? Kommt nicht auch das neue Mario Party raus? Die Leute sind übrigens vom neuen Mario Party nicht begeistert im Moment. Die neuen Trailer haben anscheinend machen den Fans Angst. Ich wusste gar nicht, dass das neue Zelda schon jetzt kommt. Oh Gott. Ich kann nicht versprechen, dass ich das spiele tatsächlich. Also direkt. Mal schauen, wie ich mich fühle. Man kann auf die Cloud immer wieder Spielstände hochladen. Ich glaube, das geht bei Inside Out, also weißt du, dass das geht? Weil ich glaube, das geht bei Limbo nicht, weil du nicht speichern darfst. Und du kannst nur Speicherstände in die Cloud laden, wenn du einen Speicherstand machst. Und Limbo musst du durchspielen, ohne zweimal zu sterben oder ohne mehr als zweimal zu sterben und ohne speichern. Also musst du es in einem Sitting durchspielen. Du kannst natürlich auf Pause drücken und die Konsole im Rest-Mode machen, aber du kannst nicht das Spiel beenden. Ich kann es Zelda als Let's Play hochladen. Das könnte ich machen, ja. Aber der Kanal ist eher so auf seltsame Spiele. Ich will da eher seltsame, unbekannte Spiele hochladen, die eben nicht. Aber ja, wenn ich es eh spiele, kann ich es eh machen. Aber ich glaube, wenn ich Zelda spiele, dann würde ich es auch streamen. Party kommt am 17.10. kommt Mario Party. Sie haben nur einen Trailer veröffentlicht mit all den Minispielen, die es geben soll. Und da waren viele Leute nicht beeindruckt. Und verschiedene Modi, die es geben soll. Es soll ganz verschiedene Modi geben, wo man irgendwie. Du bist zum Beispiel zu viert, aber du kannst zu fünft sein, weil du kannst dir einen Helfer, so quasi so einen Helfer-NPC holen und dann. Hast du auf einmal Mario, der dir hilft bei den Minispielen? Erzählt zu dir oder ihr seid zu fünft? Ganz komisch. Limbo ist ein Spiel, ein sehr gutes Spiel. 124 und 1 willst du Bisasam und Rosana? Okay. Das ist süß. Kleines Bisasam hat sich schick gemacht, um heute so richtig geil klappen zu gehen. Aber warum hat es das Bleis? Was ist das für ein Samen auf dem Rücken? Was hat es mit Rosana zu tun? Diesen Samen verstehe ich nicht. Das ist ein Kristall? Ah, vielleicht wegen Eis. Eiskristall? Wahrscheinlich ein Kristall. Das ist echt süß. So, kleines Bisasam hat sich schick gemacht. Okay, guys. Heute, willkommen zu meinem Vlog. Wir gehen heute so richtig geil Party machen. Ich bin schon richtig heiß. Ich habe heute den Lippenstift von L'Oreal aufgetragen und meine Haare extra von 3 Wettertaft. Heute kann alles passieren. Wir gehen heute so richtig ab. Mal schauen, ob ich einen sexy Bisa Floor finde, mit dem ich so richtig geil abgehen kann auf der Dancefloor.
Und morgen hoffe ich, dass ich dann alles vergessen habe, aber zum Glück vloggen wir ja alles, sodass ich das alles nochmal anschauen kann, was ich für schlechte Entscheidungen getroffen habe. Das war wirklich süß. Hallo Henriette. More Cowbell. More Cowbell. Wer versteht meine Insider-Jokes? Noch eine Minute stehen, Itachi. Du bist wahrscheinlich gar nicht mehr da. Du enjoyst gar nicht mehr, wie ich stehe für dich. Fast 420. Wir müssen nur die 1 weglassen. Es ist tatsächlich schon 18 Uhr. Ich habe das Gefühl, wir waren heute echt langsamer. Was kann nicht sein? Sonst haben wir immer irgendwelche dummen Videos zwischendrin oder ich habe Paint rausgeholt. Ich dachte, ich habe immer 300 pro Stream geschafft. Es kann nicht sein, dass wir heute langsamer waren. Ich habe voll durchgezogen. Wurde die Shiny Quay-Chance reduziert? Nein. Aber es kam vorhin. Ich weiß nicht, wer es war. Ihr habt 4 Quays gemacht. Warum erwartest du, dass bei 5 Quays schon Shiny kommt? Die Chance ist doch 1 zu 20, glaube ich. Ich meine, ihr könnt es ja spammen, aber ihr haltet euch ja so sehr zurück. Ich glaube auch, dass gestern 700 bis 1000 war. Aber warum bin ich... Ich kann nicht langsamer sein. Ich habe gar keine Pause heute gemacht. Und ich muss so auf die Toilette. Beim Happens, dem Abschauer, war es schon recht häufig. Ich weiß. Und ich weiß nicht, warum es bei ihm immer mehr klappt. Weil es ist eingestellt, dass jeder die gleiche Chance hat. Also Happens ist nicht mal in meinem Bot als Moderator eingetragen. Und wenn, gibt es keinen Boost auf Moderatoren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es ist einfach nur eingestellt, dass jedes Mal, wenn diese Nachricht kommt, ist 1 zu 20, dass es die Animation triggert. Es ist komplett unlogisch, warum es bei Happens immer gekommen ist. Außer irgendwo im System ist geschrieben, dass im Hintergrund eine Happens-Nachricht 20 Mal abgespielt wird. Aber das macht ja auch keinen Sinn. Aber ihr seid echt schlecht heute. So viele Bonks und nix kommt. Ich meine, ich kann euch die Historie zeigen. Vielleicht mal geil anzuschauen. Die Action Queue. Hier steht's. Hier sieht man's. Voll krass, ey. Hier sieht man so richtig krass. Es gibt euch das. Shiny Bonk 10%, Shiny Bonk 10%, Shiny Bonk 10%. Wenn es getriggert wird, steht was anderes da. Ah, hier! Idle? Ah ne, das ist Auge. Das wird automatisch alle, keine Ahnung, 3 Minuten getriggert, dass sich das Auge oben bewegt. Auch wenn ich es nicht gesehen habe. Shiny Bonk, Shiny Bonk, Shiny Bonk. Na, wo ist es? Kommt nicht. Ich kann euch zeigen. Shiny Bonk, wo ist das? Bonk, Shiny Bonk, 10%. If random number equals 1, do shiny bonk. Random number between 1 and 20. Es ist wirklich 1 zu 20. Und wenn das getroffen wird, wird das hier aktiviert. Ja, und hier stimmt auch alles. Alles richtig eingestellt. Was habt ihr für ein Pech? Oh mein Gott. Kannst du noch einmal pro Stream kommen? Nö.
wie ich hier gezeigt habe. Es ist einfach nur, es wird angezeigt und es wird wieder ausgeblendet, wenn das hier stimmt. Was macht ihr? Warum habt ihr so viel Pech? Oh mein Gott. Okay. Schämt euch. Ey! Das war ich, Redface oder Dudi? So, Redface. Oh, jetzt kommt's direkt nochmal. Wenn es jetzt nicht aufhört, dann gab's einfach nur, war einfach nur Verstopfung. Aber direkt zweimal hintereinander. Oh, was passiert? Ist das Verstopfung gewesen? Haben wir eine Verstopfung? Dreimal habt ihr es jetzt getriggert. Einmal exakt hintereinander. Ich kann leider nicht sehen, wer es getriggert hat. Es steht nicht da. Aber es wurde dreimal getriggert. Und jetzt hört es wieder auf. Also es war reiner Zufall. Es war keine Verstopfung. Ich meine, es ist so lang nicht gekommen, dann muss es mehrmals kommen. Also es war auf jeden Fall Dudi und Redface, glaube ich, war das. Die ersten zwei, die danach, das erste, das dritte, weiß ich nicht, wer das war. Kannst du es einstellen, dass du es siehst, wer es triggert? Henriette, du bist ein Fragrunz. Oink, oink. Es geht alles, also ja. Aber nein, will ich nicht. Why wäre doch witzig. Nö, weil dann machst du noch mehr ein Spiel draus, weil dann sieht man spielerisch, wer es war. Und ich will, dass es was Mysteriöses ist, was nicht ständig gemacht wird. Weil wenn es ständig gemacht wird, ist es langweilig nach dem dritten Mal. Nur, dass du es siehst. Aber dann weißt du, dass ich sehe. Ein Cookie ist gebrochen. Machst du Cookie-Klicker? Was kann das Cookie brechen? Was? Gleich 1200. Ich verstehe nicht, warum wir heute nur 200 geschafft haben. Es macht keinen... Wir haben gestern wirklich bei 700 angefangen. Ich habe gestern genauso viel gestreamt und es waren... Geht der Counter vielleicht nicht richtig? Habe ich in Wirklichkeit 300 gemacht und der Counter zählt nicht? Ach, du hast die Real-Life-Cookies geholt und eins war gebrochen. Oh nein, das schmeckt jetzt bestimmt nicht so gut. Dankeschön, Melli, für deinen Raid. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Raiden in Pokémon Go. Ich weiß gar nicht, was es zum Raiden gab. Vielleicht Gigas? I doubt it. Oh, ich darf mich schon längst hinsetzen. Ich stehe viel zu lang.
Warum bonkt ihr immer noch? Hattet ihr nicht genug? Are you not entertained? Gladiator 2 Trailer habe ich im Kino letztens gesehen vor Deadpool. Ich finde, es ist zu viel Zeit vergangen, dass sie es recht haben, ihn Gladiator 2 zu nennen. Es ist zu viel Zeit vergangen. Ich finde, der könnte auch einfach nur Gladiator wieder heißen. Aber der Trailer sieht sogar gar nicht so schlecht aus. Es sieht halt echt aus wie Gladiator. Bin gespannt, ob ich ihn anschauen werde. Und dann, wenn Maximus Garnelius, der dritte Kämpfer, auch nur erwähnt wird, bin ich so... Jeder im Kino, Leonardo DiCaprio... Das war Faulgott. Faulgott hat den Shiny Bonk getriggert. Jetzt reicht's aber. Deine Schwester heißt Diana? Dann sollte sie nicht im Auto durch Tunnel fahren. Was hat es damit zu tun? Gibt's bei Gladiator jemanden, der Diana heißt? Dirty Diana läuft. Was? Wohin läuft sie? Der Gärtner? Michael Jackson? Was? Der Song? Der Song heißt Dirty Diana. Ah. Next. Das Lied läuft. Achso. Ich dachte, deine Schwester ist dirty und läuft. Hä? Woher soll ich wissen, wie der Song heißt? Wie oft habe ich schon bekannte Lieder hier gezeigt und ihr habt sie noch nie gekannt? Ich kenne dich, ich mag Michael Jackson noch nicht mal so. Komischer Mensch. Oh, ich bin über 1200 und ich habe es nicht gemerkt. Stimmt, draußen. Heute war so schönes Wetter und ich dachte mir, hey, jetzt kann ich mal draußen filmen, um euch auf Patreon zu zeigen, wie die neue Wohnung und so ist. Ich will auch zeigen, wie ich am Strand und so, wie geil es aussieht. Und dann auf einmal, ich gehe raus, laufe ein paar Meter, Regen. Irland ist einfach immer im April. Wir sind im April gefangen, es ist so anstrengend. Läufst im T-Shirt draußen rum und auf einmal brauchst du eine Regenjacke mit super-duper Polsterung, weil es auf einmal stürmt und regnet. Und 3 Meter weiter guckst du, blauer Himmel. Aber über dir ist die 100 Meter große Wolke, die auf dich herabprasselt. Heute Morgen war es hier so dunkel, dann kam kurz vor 20 Minuten Regen und dann wurde es wieder warm. Hat sich kurz gefreut, dass es abkühlt. No, no, no. Nicht mit der Klimaerwärmung. Wir müssen unsere Strohhalme aus Pappe machen. Moment. Ein Spirit für Robalbo. Du bist ein Tanzer. Freust du dich über Tanzer? Guck ihm in die Augen. Guck, wie schielt er eigentlich? Ja, Tanzer ist ziemlich krass am Schielen. Und keine Angst, Robalbo, das ist wirklich schwarz-weiß. Dies.
Ich will Arcani. 1 zu 1027 ist die Chance. Probier es morgen nochmal. Vier eins, oh mein Gott. 4142, verdammt. Hey Dave. Dave, dein 3DS läuft super. Noch null Probleme. Es war ein sehr gutes Investment. Hast du dir mit dem Geld das neue Handy gekauft? Das reicht wahrscheinlich nicht für ein S1400. Ich bin gespannt, wie das mit der Murky-Reparatur laufen wird. Ich bin echt gespannt, was er dann sagt. So, war die Capture Card wirklich kaputt? War sie innen drin nicht mehr richtig verbunden? Aber es macht keinen Sinn. Was soll daran auf einmal kaputt gehen? In der Capture Card. Weil wenn sie nicht verbunden wäre, dann hätte ich keine Verbindung. Aber ich hatte eine Verbindung, sie ging nur nicht mehr. So seltsam. Oder es kommt einfach zurück. Ich habe Geld gezahlt und er sagt, yo, das Ding läuft ganz normal. Du bist einfach nur dumm. Das kann nicht sein. Ich kann nicht so dumm sein. Ich meine, ich habe es auf drei verschiedenen Systemen probiert. Und überall war das gleiche Problem. Falls ich mal Arcani kriege, würdest du mir den zuschicken? Also das läuft hier so, ja. Aber nur, wenn du sowieso einen Zettel kriegst. Vielleicht ist dir bemerkt, wie ich nicht nur die Pokémon in die Kamera halte, sondern auch ab und zu Subs. Hier, Rektotio zum Beispiel. Der hat vorhin ein Tier 3 Sub da gelassen. Und die Zettel sammle ich über das Jahr hinweg. Also hier ist der Stapel von diesem Jahr bis jetzt. Die sind alle hier vor mir. Die Pokémon schmeiße ich weg. Außer jemand auf dem Stapel sagt, hey, den Zettel will ich, wenn es zum Beispiel irgendwas Krasses ist, wie ein Shiny Mew oder das Lieblings-Pokémon oder bei dir Arcani. Aber dann musst du einen großen Zettel haben. Die großen Zettel kriegst du, indem du entweder, das musst du nur einmal machen, also 1000 Bits, mindestens 1000 Bits, mindestens 5 Subs oder Tier 2 oder Tier 3 Sub. Und dann kriegst du einen Zettel, was für mich heißt, dass am Ende des Jahres ich dir diesen Zettel zuschicke. Aber krieg erstmal das Arcani innerhalb von diesem Jahr. Es gibt hier Leute, die suchen Pokémon seit 2 Jahren und haben es noch nie gekriegt. Wie zum Beispiel Gengar oder Glurak. Hier, schau, der Phil ist schon wieder so verrückt. Und hat 5 Subs verschenkt. Und dann kommt hier ein Zettel raus, wo drauf steht, Phil, 5 Subs verschenkt. Mit Datum und allem. Und das wird auf seinem Stapel gesetzt, gelegt. Und dann kriegt er diesen Zettel am Ende des Jahres. So wie er die 2 Jahre davor schon seine Zettel gekriegt hat. Muss ja Stapel erweitern. Also du musst gar nichts. Aber ich halte dich sicher nicht zurück. 3 Jahre. Hast du schon 3-mal Zettel gekriegt? Ich meine, das ist jetzt das 3. Jahr. Aber ich glaube, ich habe erst 2-mal Zettel verschickt, oder? Hast du schon 3... Mache ich das schon seit... Ist das das 4. Jahr, dass wir das machen? Nein. Ist das echt das 4. Jahr schon? Habe ich damit in 2020... das 3 Polar... Stimmt, 3 Polaroids, ja. Krass, das ist das 4. Jahr, dass ich das mache. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Drucker so lange schon habe. Ey, und bedenkt jetzt mal, für die, die immer sagen, Papierverschwendung. Ja, aber ich habe am Anfang, als ich anscheinend vor 4 Jahren diesen Drucker gekauft habe, eine Packung mit so diesen Rollen, Thermopapierrollen gekauft. Und diese Packung ist nicht mal halb leer.
Und das, obwohl Leute fast täglich diese Zettel machen. Und das ist so krass, wie... Es ist schon viel, aber auf die Masse gesehen ist es so wenig. Krass, du hast mir gerade einen Reality-Check gegeben, wie lange ich diesen Drucker schon habe. Oder dein Morlord. Also wenn du gesagt hast, ich soll das Morlord hinlegen, habe ich es hoffentlich hingelegt. Ich glaube, du hast es letztens erst gesagt, das mit Morlord, ne? Das sollte irgendwo da drin sein. Leos meint, übernimmt keine Garantie für irgendwelche Zettel. Dave, du bist ein Mortipot. Und Phil, du bist ein Kriechflügel. Und Capkin, du bist... Capkin, du bist ein Bennett. Ich habe leider bei den Tassen nicht differenziert. Es tut mir leid, es ist immer die Standardform, die angezeigt wird. Aber der Sprite wäre eh der gleiche, ne? Ich wüsste nicht, wie ich das... Ich meine, gehen tut alles, if this, then that. Ich könnte natürlich einstellen, if... Text sagt Mortipot, then Würfel 1 bis 100 und dann if 1, then mach, dann mach Symbol auf Zettel. Das wird bestimmt irgendwo gehen, aber da fängt die das ist mir zu komplex. Hast du Spirit wieder runtergesetzt, habe ich gesehen. Why? Weil Leute sich beschwert haben, wie kleine Kinder. Mimi, ist so teuer, ich kann das nicht immer machen. Mimi, ich will nicht so viel zuschauen. Und dann habe ich halt halbiert. Du bist echt ein guter Mensch. Sagte ich, als ich euch verarscht habe, veräppelt habe, nachgeäfft habe. Du bist echt ein guter Mensch, dass du eine fiktive Währung runtergesetzt hast. Dass du auf die Wünsche eingehst. Naja. Das macht keinen Unterschied. Ich weiß so, dass ich es hochgesetzt habe, den Preis, weil ihr das damals so viel gemacht habt, dass ich nicht mehr irgendwas anderes sagen konnte als die Namen von Pokémon. Und dann habe ich es halt teurer gemacht. Aber ja, ich bin ein guter Mensch. Meeting stream. Und du wüsstest, was ich gerade alles über dich gesagt habe und was ich mir wünsche, was ich tun könnte, würdest du nie wieder behaupten, dass ich ein guter Mensch bin. Dankeschön, Dave, wieder mal für 1000 Bits und 30 Sekunden mir das Reden verbieten. Ich habe gerade nicht geredet. Das war ich und nicht Dave. Habe ich Dave gesagt? Oh shit, sorry. Phil! Schau, wie gemein ich bin. Oh Phil, darüber würdest du dich am meisten wahrscheinlich aufregen, wenn ich immer, wenn du was machst, jemand anderem dafür danke. Aber gern. Nee, das wäre tatsächlich gemein. Keine Ahnung, warum ich Dave gesagt habe, weil ihr seid beide grün und das stand Dave.
Warum kommt die ganze Zeit Michael Jackson? Weg mit dem. Zu diesem Lied gab es das beste Video. Weg damit! Michael Jackson, tot ist er! Weg! Hallo Kati. Bleib einfach, wie du bist, Leo. Danke, Dave. Ich freue mich jedes Mal, dich zu sehen im Stream. Du gibst mir immer gute Laune. Gleichfalls. Ja, gleichfalls. Mhm. Kathi, danke schön, dass du einen Sub geschenkt hast. Vielen Dank. Und ich versuche nicht so zu bleiben, wie ich bin. Das wäre zu langweilig. Aber danke. Jeden Tag versuche ich, ein bisschen gemeiner zu werden. Ich will schließlich in 2 Jahren die Welt erobert haben. Und dann muss ich ein paar Veränderungen an meinem Charakter machen. Ich muss mir meine neuen Vorbilder sind Elon Musk, Mr. Cowboy, wie heißt er? Mr. Cowboy Bezos. Ist eigentlich der Buffett noch am Leben? Ich glaube schon. Warren Buffett. Elon Musk, guter Film, guter Film. Wie könnte ich am schnellsten die Welt überobern? Übernehmen. Irgendwas einfach kaufen. So hat es Elon gemacht. Der hat einfach PayPal gekauft. Bam. Dann hat er Tesla gekauft. Bam. Dann hat er den Weltraum gekauft. Bam. Dann hat er Twitter gekauft. Bam. Vielleicht sollte ich einfach die Ölindustrie kaufen. Ich glaube, da hat man viel Macht. Oder noch besser, jedes Militär auf der Welt. Oder noch besser, jeden Fußballclub auf der Welt. Dann kontrolliert man wirklich die Welt. Wenn ich jeden Fußballclub auf der Welt kontrolliere und jedem Fußballclub somit sagen kann, wer gewinnt, kann ich komplett kontrollieren, wie die Menschen fühlen. Und wenn ich kontrollieren kann, wie die Menschen fühlen, weißt du, wenn ich einfach entscheiden kann, okay, Bayern-Fans sind heute alle scheiße drauf, aber FC Köln-Fans sind alle gut drauf, dann kontrolliere ich doch die Gesellschaft. Und dann WM, boom. Wir lassen einfach Andorra gewinnen. Und Deutschland kommt noch nicht mal in die Auswahl. Die dürfen noch nicht mal spielen, um in die Auswahl zu kommen. Und dann schon hast du einen Bürgerkrieg. Bam. Das ist okay. Einfach jeden Fußballclub kaufen. Also, wie kaufen wir jeden Fußballclub? Pack einfach ein X vor deine Produkte. X Fußballclub. Jetzt sind wir beim Thema, welcher Superheld wir sein möchten. Money Boy. Also, um das zu machen, muss ich halt einfach Geld produzieren können. Und dann kann ich alle Fußballclubs kaufen. Deswegen will ich Moneyboy sein. Kannst du alle Clubs kaufen und keinen spielen lassen? Damit machst du mich glücklich. Für so ein Jahr. Weil dann machst du alle Fußballfans so richtig kirre für ein Jahr. Aber du sagst ihnen, dass es in einem Jahr weitergeht. Ist einfach Fußballpause für ein Jahr. Dann sind schon alle so on edge. So alle schon super fast aggressiv. So richtig. Und dann nach einem Jahr sagst du, noch ein halbes Jahr. Und dann bricht komplett die Welt zusammen. Und dann kommt mein alter Ego, was aber keiner weiß, dass ich das bin. Und
Ich stürze den bösen Lius Mind. Der gute Lius Mind wird dann wie ein Gott behandelt, weil er es geschafft hat, Fußball wieder zurückzubringen. So, ich nehme, aber ohne dass sie es wissen, bin ich auch die Person, die wieder gibt. Ja, der Plan steht. Also legit willst du Batman oder Iron Man sein? Das sind keine Superhelden. Brot und Spiele nannte man das im alten Rom. Ja. Klingt durchdacht, als hättest du es genauso geträumt. Ich habe es gesehen. Eins, zwei, zwei, drei. Verdammt, ich bin schon über eine geile Zahl wieder drüber. Verdammt. Eins, zwei, drei, vier. Oh, wir können eins, zwei, drei, vier machen. Okay, wir hören bei eins, zwei, drei, vier auf. Vier, eins, vier, eins, sechs, sieben. Da ist nichts Schönes. Nein. Nein. Bon Jovi. Nein. Dachte, es wäre. Song, keine Wiedergabe. Was? Ich habe doch erst letztens Tuner aktualisiert. Ich verstehe das nicht. Ich habe jetzt keinen Bock, das Video zu aktualisieren. Warum muss ich ständig random den Token wieder aktualisieren bei Tuner? Ist das Whitesnake? Tatsächlich. In this love. Ausrufezeichen Playlist. Nope. Playlist heißt Classic. Ausrufezeichen Song funktioniert nur bei guten Songs. Keine Wiedergabe. Whitesnake ist gut. Was ist dein Lieblings-Pokémon? Ich weiß es nicht. Das weiß nur der liebe Arceus. Ausrufezeichen Liebling. Dann wird dir gesagt, was mein Lieblings-Pokémon ist. Und kein anderer aktiviert es, außer Robalbo. Liebling muss immer die Person aktivieren, die es will. Nebulak. Schau, ist gar nicht mal so schlecht. Hass-Pokémon. Wäre auch nicht schlecht, wenn ich einfach Hass, Ausrufezeichen Hass. Und dann kommt immer Pantimos. Warum Nebulak? Weiß nicht. Mach nochmal Ausrufezeichen Liebling. Vielleicht habe ich da eine bessere Antwort. Woher soll ich den Befehl kennen? Gar nicht, deswegen habe ich ihn dir gesagt. Noctu. Noctu ist underrated, würde ich sagen. Garados? Oh nee. Okay, ich muss euch gestehen, ich bin Basic-Pokémon-Fan. Mein Lieblings-Pokémon ist Garados. Endlich kommt's raus. Es tut mir leid. Ich weiß, ich habe Leute mal ausgelacht für Gengar und Glurak. Aber ich kann jetzt nicht mehr damit leben, mit dieser Lüge. Ich liebe Garados. Necrozma. Okay, Necrozma ist tatsächlich mein Lieblings-Pokémon. Ich wollte euch gerade nur schocken, dass ich basic bin, aber ich bin doch nicht so basic. Deswegen ist es Knuddeluff.
Knuddelhof ist okay. Knuddelhof ist in Wirklichkeit mein Lieblings-Pokémon, weil ich meine, wer mag nicht geknuddelt werden? Und wenn man Knuddelhof hat, ist das Knuddeln immer griffbereit. Ignivor, ich meine, Ignivor ist einfach cool. Ich meine, ich bin stolz darauf, dass Ignivor mein weil ich bin nicht so basic, dass Ramoth mein Lieblings-Pokémon ist, sondern ich bin einen Schritt darunter, Ignivor. Weil was wird zum geilsten Ramos? Ramoth, Ignivor. Easy. Easy pick. Eins, zwei, drei, vier, gleich. Du wirst mein Lieblings-Pokémon nie erraten? Arcani. Basic Bitch. Eigentlich hasst er alle Pokémon, alles nur Sklaven für seine Sammlung. Es ist halt wirklich so. Es ist halt echt so. Weißt du, was mein Lieblings-Pokémon ist? Nein, please sag es mir. Es interessiert mich so sehr. Und im zweiten Abend Pummeluff, um besser mit Knuddelhof einzuschlafen. Ja, falls Knuddelhof nicht wirkt, kann Pummeluff noch singen. Dein Lieblings-Pokémon ist Koplosio? Weird. Goofa? Hast du mal Goofa in Wirklichkeit gesehen? Also in Real Life Goofa? Mageninhalt. Also nicht Magen. Magenausstäubung. Magen. Wie heißt die Spezialfähigkeit? Magenentfaltung. Nee. Ich lasse meinen Kopf auch gerne explodieren. Ditto, dann hast du grenzenlose Möglichkeiten. Come on. Palki, dankeschön für 17 Monate. Palki. Danke. 1, 2, 3, 4. Gleich. Muppet, dankeschön für 2 Monate. Dein Lieblings-Pokémon ist Chimpap, Chimpap. Dann sollst du lernen, wie man es schreibt, wenn es dein Lieblings-Pokémon ist. Fake Chimpap-Fan. Moped und Palki, danke euch. Tastatur ist schuld. Ey, nichts sollte im Weg stehen, wenn du verkünden willst, was dein Lieblings-Pokémon ist. Selbst wenn du es per Hand schreiben müsstest, mit einem Stift, der keine Tinte mehr hat und dreimal in der Mitte durchbrochen ist und einmal von einem Hund abgeschleckt wurde, solltest du trotzdem möglich sein, Kunde zu tun über dein Lieblings-Pokémon. Keine Ausreden hier. Chimpap, Chimpap. Dynamax Abenteuer. Dynamax Raids gehen nur lokal. Gehen Mega Raids? Doch, Mega Raids gehen online. Seltsam. Nee, du wirst niemals Pokémon für den Dex dafür brauchen. Aber kannst du. Das heißt, du kannst auch nicht zu einem Giga Raid hingehen und jemanden einladen? Dann bist du ja wirklich. Das ändern sie. Das werden sie ändern. Das ist jetzt bestimmt nur so für den Anfang. Sonst sind ja Leute ohne Freunde gefickt, so wie ich. 1, 2, 3, 4. Ich hätte fast weitergemacht. Wir müssen stehen bleiben. Danke, Mauridiven. Wir müssen stehen bleiben. Leider kein Shiny bei 1, 2, 3, 4. Aber warum solltest du ein Giga-Pokémon brauchen in Pokémon Home? Ich glaube nicht. Okay, meine Lieben, das war's wieder von mir. Morgen ist es soweit. Morgen um 16 Uhr kommt das Gen 6 Video raus auf YouTube.
Letzte Chance ist, schon jetzt anzuschauen auf Patreon. Ansonsten geduldet euch einfach, was vollkommen okay ist. Morgen um 16 Uhr kommt Gen 6 Video. Die Leute auf Patreon haben gesagt, es ist sehr gut geworden, was mich sehr freut. Außer Marco, der hasst es, was okay ist. Und dank Patreon konnte ich sogar ein... Nee, eigentlich habe ich deswegen den Fehler nicht ausgemerzt. Der Fehler war nicht im Video, sondern auf Patreon. Naja. Subgoal erreicht. Ach komm. Es ist gar nicht abgebildet. Warum willst du jetzt den Stream noch weiter herauszögern? Vor Gott, willst du wirklich, dass ich einen Shiny jetzt verlose? Es steht nirgendwo, dass ich einen Shiny verlose. Dann mach morgen. Darum geht's nicht, ich will es gar nicht machen. Da steht's. Aber nur, weil du es jetzt gemacht hast. Okay, ist denn überhaupt das Daily Goal getroffen worden? Es muss getroffen werden, ne? Wenn wir über 20 sind. Ah, wir sind 4 über 20. Das tut mir leid. Da steht 20 von 20. Wir haben 24 von 20. Ah, verdammt. Nee, wollt ihr... Ach ja, dann schade. Schade, Marmelade. Wollt ihr ein Shiny von mir geschenkt bekommen? Nein. Schau. Wenn wir 3 Ja's kriegen, mache ich's. Ferret, ja. Phil zählt nicht, weil ich weiß nicht, ob er... Okay, Phil sagt auch ja. Okay, zählt nicht. Angel sagt ja, verdammt. Okay, wir haben 3. Okay, mal schauen, ob der Knopf noch geht. Wo ist der Knopf? Wo ist der Knopf? Habe ich den Knopf nicht mehr? Wo ist der Knopf? Ich habe den Knopf nicht mehr. Ich habe echt den Knopf nicht mehr. Okay, dann mache ich einen neuen Knopf. Wenn ihr ein Shiny haben wollt, dann seid jetzt hier. Das geht ganz schnell. Und zwar müsst ihr gleich, wenn es aktiv ist, einfach nur einen Befehl eingeben und dann nehmt ihr automatisch bei einer Verlosung teil. Jeder hat die gleichen Chancen. Und ihr bekommt eins meiner Shinies, die ich doppelt habe. So ungefähr, keine Ahnung, 100 Stück. Ihr könnt Ausrufezeichen Daily, da oben steht es auch noch, könnt ihr auf das Bild gucken. Das sind alle meine doppelten Shinies. Könnt ihr jetzt schon mal gucken, was ihr davon wollt. Denn wenn ihr gezogen werdet, dann könnt ihr euch eins davon aussuchen und ich schicke es euch. Nicht alle haben meine OT. Aber ihr könnt natürlich dann eins aussuchen, das meine OT hat. Twitch Tools. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Livestream Giveaway. Da. Bam. Link. Doppelverneinung. Smart. Ja, ja und ja. Ja, okay. Ich nicht unbedingt. Okay, wir geben ein. Ausrufezeichen Giveaway. Giveaway Item. Ein Shiny. Okay, das war's schon. Dann mal schauen, ob's geht. First try. Ihr könnt jetzt Ausrufezeichen Giveaway machen und ihr kommt automatisch in den Pot. Und ich starte in der Zeit Home und ihr könnt euch dann eins von Home aussuchen. Aber zuerst müsst ihr gezogen werden. Die Chance ist 1 zu, je nachdem wie viele mitmachen. Im Moment machen 7 Leute mit. 1 zu 9 jetzt die Chance gezogen zu werden. Ihr wollt natürlich nicht, dass viele Leute mitmachen.
Keine Angst, ihr müsst es nicht. Wenn ihr es richtig schreibt, müsst ihr es nicht mehrmals eingeben. Einmal richtig geschrieben und ihr seid mit dabei. Jetzt sind schon 11 Leute. Eins zu 11. Was haben wir denn für Shinies? Ich habe ein paar neue coole Shinies gekriegt, weil ich sie doppelt habe. Oder weil ich sie ersetzen konnte. Wie zum Beispiel, ich habe ein Moruda mit der Leo OT, weil das zweimal ausgeschlüpft ist. Bam, 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 bam. Wo hier? Oder ich mache direkt mal Karmesin auf. Die Chance ist immer hoch, dass Leute eins nehmen, was es in Karmesin gibt. Außer Moruda. Aber ich habe ein Moruda. Ist frisch reingekommen. Was habe ich noch? Ich muss meine Kamera wieder aufmachen. Ausmachen. Sonst sieht man wieder nichts. Wo sind die Shinies? Hier, die nicht. Hier fangen die doppelten Shinies an. Und hier sind ein paar dazugekommen, die nicht meine OT haben, deswegen sind sie dazugekommen. Aber hier ist zum Beispiel ein schönes Moruda, das ist von mir aus einem Ei geschlüpft. Ja, dieses Isso ist von mir aus einem Ei. Das Owai habe ich, glaube ich, auch gefunden. Ja. Ansonsten haben wir hier einige Pokémon. Müssen wir dann gucken, wenn ihr eins wollt mit meiner OT. Wenn ihr es einfach so wollt. Ausrufezeichen Giveaway. 12 Leute machen mit. Leute, was ist los? Habe ich euch gut erzogen, dass ihr keine geschenkten Shinies wollt? Sehr, sehr gut. Das sind alles, glaube ich, männliche Endivies. Okay. Hoodie hat noch gemacht. 13 Leute sind dabei. Die Vivillons zählen natürlich nicht. Okay. Das sind alle meine doppelten Shinies. Flötenmann will auch noch eins. 14. Ein ganzer Carpador-Schwarm. Also wer nicht mindestens 5 doppelte Shiny Carpador hat, darf sich nicht mal Shiny Hunter nennen. Die Dinger sind ja von überall, oder? Hauptsache, sie sind alle aus Karmesin und Purpur. Aber wirklich alle, krass. Okay, dann ziehe ich mal. Ich drücke aufs Knöpple. 14. 14 Leute sind dabei. 3, 2, 1. Wer hat gewonnen? Silver Evoli Angel. Angel hat gewonnen. Meine Güte. Angel gewinnt sowieso schon die ganze Zeit. Weil sie immer hier ist. Ich habe einen Shiny Raichu-Schwarm. Davon gab es auch einige letztens, ja. Angel. Du hast gewonnen. Gar nicht rigged oder so. Es ist nicht rigged. Die Wahrscheinlichkeit ist genau gleich. 1 zu 14 war es. Wer mag? Was magst du, meine ich? Was du magst. Was magst du? Siehst du was? Hier, ich habe zum Beispiel einen Paragoni. Und einen Tromborg. Und einen Flammio. Pantimos, dein Ernst? Ich weiß nicht, ob das Pantimos von mir ist. Wo hast du Pantimos gesehen? Habe ich echt ein doppeltes Pantimos? Wo hast du das Pantimos gesehen? Warum ist das Mollunk hier unten? Ah, hier ist Pantimos. Warum ist das Mollunk hier unten? Lass mal hier hin. Dann so. Du willst dieses Pantimos gefangen in Legends Arceus von mir tatsächlich. Willst du wirklich das? Okay, dann müssen wir aber rübergehen zu... Ich meine, Legends Arceus kann man auch tauschen. Wo willst du lieber tauschen? Legends Arceus oder... Ich schätze, das gibt's auch in Schwert und Schild, ne? Willst du Legends Arceus tauschen? Wusstest du, dass ein Rick und Morty Anime existiert auf Japanisch so seltsam? Ja, klar. Ich hab's nie gesehen. Schild. Okay, dann beende ich das Giveaway. Nicht, dass ihr denkt, ihr könnt da jetzt noch groß rumdrücken. Das geht nicht. Okay.
Dann bitte geh online in Schwert und Schild. Wie weit bist du jetzt eigentlich? Wo? Von was reden wir? Reden wir von Rick and Morty? Angel, ab mit dir in Schwert und Schild. Nicht vergessen, online gehen. Und gib mir irgendeinen Schmutz. Living Dex Gen 6. Hast du den Titel gelesen? Koba, morgen um 16 Uhr auf youtube.com/leosmind findest du das neue Gen 6 Video. Und du kannst es jetzt schon seit 2 Tagen auf Patreon anschauen. Oder du wartest noch, bis es morgen um 16 Uhr kommt. Ich bin seit 2 Monaten, glaube ich, fertig mit Gen 6, aber das Video kommt morgen. Und am Montag starten wir hier live mit Gen 7. Und Mann, freue ich mich auf dieses schreckliche Spiel. Bin gespannt. Ich werde versuchen, so offen es nur geht, daran zu gehen. Und vielleicht werde ich ja Sonne und Mond mögen. Aber irgendwie habe ich Angst. 6-9-6-9-2-4-2-4, Angel. Let's go. Ich feiere deine Videos. Dankeschön. Ausdauer, Laune raus. Was? Aus? Achso, aus der Laune raus. Ausdauer. Aus der Laune raus. Dankeschön. Warum heißt da jemand hideoutpoke.de? Fucking Bot. Du findest Gen 7 besser als XY? Oh, das möchte ich nicht glauben. Wirklich? Z-Attacken besser als Megasteine? Nimm dann einen Tempomacher, wuffelst mit in dein Team. Ja, das haben wir ja, stimmt. Das kann ich jetzt einfach machen. Gen 7 gefühlt nur Cutscenes und Dialoge. Eben, ich werde so genervt sein. Angel. Läuft alles? Brauchst du noch Hilfe? Ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Leider hört das mit den Bots nie auf. Ja, da ist schon wieder Twitch:TJP3. Geht mal auf TJP3 auf Twitch und guckt bitte, wie das da aussieht. Ultrasound ist richtig gut. Ich werde sehen, ich werde sehen. Ich habe das nie gespielt, tatsächlich. Das einzige Pokémon-Spiel. Schwarz-Weiß 2 hatte ich auch nie gespielt. Mantak surfen. Das hatte ich ja schon einmal gemacht. Die Verbindung will nicht. Wenn es nicht geht, es sollte sofort gehen. Wenn es nicht sofort geht, einfach nochmal rein und raus. Und vielleicht sogar Spiel neu starten. Es muss gehen, wir kriegen das hin. Ansonsten können wir auch über Home natürlich tauschen und so. Halt. Wie geht's nochmal hier? Ah, das mit den Bots, mein Gott, ich mache nie Wundertausch. Ich verstehe auch nicht, warum man groß Wundertausch machen sollte. Ah ja, manche machen vieles Wundertausch. TJP3 streamt seit 45 Stunden. Knallharter 45 Stunden Stream. So, vielleicht geht's jetzt. Warum kommt kein Tohaido? Da. Ja, komm. Wisst ihr? Da! Da war ein riesiges Weilord. Und jetzt ist es nicht mehr da. Warum? Weil ich den Shiny habe. Code 0. Oh mein Gott.
Vier Bildschirme, zweimal Gen 8, zweimal Gen 9. Und beides sind wahrscheinlich Raids, die immer wieder resettet werden. Automatisch. Yep. Okay, Evoli, ich glaube, lass uns das einfach offline machen. Über Home. Freundschaft anbieten auf Home und dann... Oh! Hat sich da jemand reingeschlichen oder funktioniert's? Warte, dein Name... Du bist nicht Natsu. Ah doch, du bist Natsu. Bist du Natsu? Hat sich jemand reingeschlichen. Doch, let's go! Ich habe hier immer noch mein Shiny Ditto. Das habe ich nur, weil ich mein Pokerus-Video gemacht habe und ich zeigen wollte, wie Pokerus sich verbreitet. Also brauchte ich irgendwie ein Pokémon mit Pokerus. Ich hatte immer ein Pokémon mit Pokerus, aber ich habe meine Homebox mal aufgeräumt und das komplett vergessen. Ich glaube, das war sogar ein Radfratz oder so. Und es komplett vergessen und dieses Radfratz mit Pokerus einfach gelöscht, weil ich nicht drauf geachtet habe. Dann musste ich hier eine Zeit lang Wundertausch machen, bis mir endlich ein gecheatetes Ditto geschickt wurde, random. Und das hatte Pokerus. Und dann konnte ich mein Video dazu machen. Ich will es aber nicht, noch nicht wegschmeißen. Vielleicht brauche ich irgendwann wieder den Pokerus für irgendwas. Aber ich wüsste eigentlich nicht, für was ich Pokerus brauche. Das war echt nur für das Video. Rosana, Rosana. Nutzt Wundertausch für Only Trade Nuzlocke. Genauso, für Nuzlocks benutzen das eben Leute. Ich stelle mir vor, das ist... Wie verdient jetzt dieser eine, den ich da gerade gesagt habe, wie verdient der jetzt Geld damit? Hat der nur Spaß daran, Raids per Bot zu wiederholen? Oder verkauft, ja, wahrscheinlich die, die er dann kriegt, verkauft er. Er muss die verkaufen, weil die Stromkosten oder die, ja, die Stromkosten eigentlich sind höher wahrscheinlich als das, was er auf Twitch damit, nee, keine Ahnung. Er hat einen Subgoal drin, aber er verlinkt gefühlt alles, was er hat. Okay. Leute, holt euch keine Shinies von irgendwelchen Bots. Es ist so lame. Angel, hast du es gekriegt? Lief alles gut? Wieder ein Shiny weniger. Aber zum Glück war es Pantymos. Wer will denn schon Pantymos? Angel will Pantymos. Okay. Aber das war's jetzt. Und wieder jemand Glückliches hat einen Shiny bekommen. Yay. Ja, erinnert mich dran, wenn nach jedem Stream... Ich vergesse es gerne, dass wir dieses Subgoal haben. Deswegen erinnert mich dran, das zu checken, weil je nach Szene steht es nicht immer offensichtlich hier. Bei Duel ist zu viel los, dass ich das noch zusätzlich hinschreibe. Vielen Dank fürs Dasein. Wir sehen uns morgen wieder. Vergesst nicht, morgen 16 Uhr Gen 6 Video. Viel Arbeit reingeflossen. Es ist ganz gut geworden. Schaut es euch an. Erzählt Freunden davon. Morgen 16 Uhr. Ich bin morgen um 16 Uhr auch online. Schaut aber lieber das Video, als mir online zuzugucken. Aber ich bin da, falls ihr mir sagen wollt, wie kacke das Video ist. Verbesserungsvorschläge, was euch gefallen hat, was euch vor allem nicht gefallen hat. Es freut mich sehr über Feedback. Ihr könnt mich ausfragen über das Video. Ich bin morgen da, wenn das Video live geht. Und danke fürs Dasein. Und bis morgen. Esst was Schönes. Treibt es nicht zu wild, ihr kunterbunten Klabauter-Personen. KlabauterInnen. Wie heißen die Klabauter-Männer? Warum heißt die Klabauter? Was ist ein Klabautermann? Naja. Tschüss. Tschüss.